begrüße euch nochmal offiziell zu einem Vortrag, Plädoyer für einen aufgeklärten westlichen Buddhismus. Also wir nennen uns ja freier Buddhismus und das bedeutet, dass jeder natürlich die Freiheit hat, das zu glauben, zu denken und auch über den Buddhismus zu denken, was auch immer er selber glauben will. Natürlich sollte das überall so sein, aber ist vielleicht nicht überall so. Ja. Das schicke ich voraus. Aber was diesen Vortrag von den anderen Vorträgen, die ich normalerweise mache, unterscheidet, dass ich normalerweise gerne versuche, möglichst objektiv, so gut das geht, bestimmte Lehren und so weiter darzustellen. Aber wie der Titel ja schon sagt, Plädoyer, ist das diesmal nicht meine Absicht, sondern ich äußere ganz bewusst Meinung. Ja, also es ist ganz bewusst mal jetzt eine subjektive Ansicht, die ich äußere, aber niemand ist verpflichtet, die zu teilen. Und das sind auch nicht offizielle Ansichten unseres Vereins. Ja, das ist auch wichtig zu sagen. Wir haben keine offizielle Ansicht. Ja, also insofern kann das auch nicht die offizielle Ansicht sein. Okay. Und ein Plädoyer ist ja nun mal nach Wikipedia ein entschiedenes Argumentieren für einen Sachverhalt. Mal sehen, wie entschieden, aber ich gebe mir Mühe. Also der Vortrag, sage ich euch auch sicherheitshalber, ist wie folgt aufgebaut. Erstmal werde ich versuchen zu erklären, warum es überhaupt Sinn macht, einen westlichen Buddhismus zu postulieren, quasi im Kontrast zu anderen Formen des Buddhismus. Da könnte man ja fragen, wie kann das sein? Buddhismus ist doch irgendwie klar, ist Buddhismus. Ja, danach werde ich ein bisschen darüber sprechen, was man glauben kann im Buddhismus und darüber, wie ich meine, dass man als westlicher Buddhist mit diesen transzendenten Inhalten umgehen sollte. Da kommt der subjektive Anteil. Dann werde ich den Umgang mit buddhistischen Lehrern diskutieren. Da habe ich auch eine Meinung dazu, die der ein oder andere wahrscheinlich schon kennt, wenn man sich mit mir darüber unterhalten hat, aber viele auch nicht. Und dann werde ich so Einzelaspekte vorstellen, also zum Beispiel, was sollte die Rolle von Frauen sein im Buddhismus, der Umgang mit Ritualen und das Verhältnis von Mönchen und Laien. Das ist im westlichen Buddhismus, und da sage ich dann im Zweifelsfall nichts besonders Revolutionäres, häufig ganz anders als im östlichen Buddhismus. Und am Ende werde ich dann auch dazu Stellung nehmen und deutlich machen, hoffe ich, dass ein so skizzierter Buddhismus sich von einer rein psychologischen Lehre oder Methode unterscheidet, und dass er auch quasi eine spirituelle Dimension hat, auch wenn ich vielleicht vorher ein paar spirituelle, scheinbar spirituelle Dinge in Frage stelle. Ja, die erste Frage ist natürlich, macht es überhaupt Sinn, einen westlichen Buddhismus zu postulieren? Es könnte ja sein, dass man davon ausgeht, dass der Buddha seine Lehre, wie das auch häufig gesagt wird, verständlich dargelegt hat. Und ist es nicht einfach unsere Aufgabe, diese Lehre zu verstehen, anzuwenden und ihre Früchte zu ernten? Nö, sehr gut. Aber könnte man ja meinen. Ja, und vor allen Dingen, wenn man in einer buddhistischen Tradition zu Hause ist, dann liegt es eigentlich auch nahe, das zu meinen. Ja, da wird dann wahrscheinlich weniger darüber diskutiert, was die richtige Lehre ist. Tatsache ist aber, dass es heute ja ganz verschiedene Buddhismen gibt. Ich sage immer Buddhismen, es gibt eben nicht den einen Buddhismus, sondern mehrere. Und wir wissen zwar, wie wir Buddhismus praktizieren, soweit wir das tun, aber wir wissen im der Regelfall ja nicht, wie andere das machen. Und deswegen habe ich mal aus einem sehr instruktiven Buch, nämlich das heißt The Making of Buddhist Modernism, also die Entstehung, könnte man sagen, oder die Erzeugung des buddhistischen Modernismus von David L. McMahon, zitiere ich euch mal zwei Teile. Und zwar einmal, wie praktiziert eigentlich eine thailändische Laien Buddhismus? Also in einem kleinen Dorf, die nicht von modernen Einflüssen irgendwie schon beeinflusst worden ist. Das sieht dann so aus. Die thailändische Laien Yanisa lebt in einer kleinen Stadt im Norden von Thailand. Ihre wichtigsten religiösen Aktivitäten sind das Befolgen ethischer Regeln und die Durchführung von Ritualen, um karmische Verdienste zu erzeugen und unsichtbare Wesen zu kontrollieren. Sie glaubt, dass solche verdienstvollen Handlungen nicht nur ihr und ihrer Familie in diesem Leben nützen werden, sondern dass sie auch ihre Chancen erhöhen werden, in einem höheren himmlischen Reich wiedergeboren zu werden. Im Gegensatz zu einer Geburt im Reich von Tieren, hungrigen Geistern oder einer Hölle. Sie denkt, dass Rituale und ethische Handlungen ihr wirtschaftliches Wohlergehen und ihr Glück fördern. Einige der wichtigsten verdienstvollen Handlungen ist Dana,
Also eine, das regelmäßige Spenden von Geld und Geschenken zur Unterstützung des örtlichen Klosters. Also da kann ich auch nur zu anregen, das hier auch eifrig zu praktizieren, natürlich. So, einmal die Woche geht sie zum Kloster und hört den Mönchen beim Schanden von Schriften in Pali zu, einer Sprache, die sie nicht versteht, lauscht der Predigt eines Mönches und erhält wieder die 5 Vorsätze. Sie geht fromm um die Stupas herum, die die Reliquien von verblichenen Mönchen enthalten, opfert Räucherkerzen, Blumen und Weihrauch am Altar vor der großen Buddha-Statue und betet für das eigene und das Wohlergehen ihrer Familie. Sie hat nie meditiert und betrachtet es als anmaßend, dies zu tun. Implizit glaubt sie, dass eine heilige Kraft bestimmte Objekte erfüllt, geweihte Buddha-Statuen, Stupas und die palmblättrigen buddhistischen Schriften, also die alten Niederschriften. Die meisten Menschen, die sie kennt, betrachten die Existenz von Geistern als selbstverständlich. Und sie hat nicht nur die Resultate ihrer Verehrung und Besänftigung gesehen, sondern auch tragische Erzählungen gehört, die Menschen erleben, die die Geister ignorieren. Sie glaubt, dass bestimmte mächtige Mönche durch ihre Fähigkeit, die Dhyanas, also tiefe Meditationsversenkung, zu erreichen, die Zukunft vorhersagen und Wunderheilungen vollbringen können. Eine Ordination ist für sie nicht möglich, da es keinen autorisierten Orden von vollordinierten Nonnen in ihrem Land gibt. Obwohl Janisa lesen kann, liest sie sehr wenig über Buddhismus. Sie wäre nicht in der Lage, komplexe buddhistische Doktrinen zu formulieren, kennt aber die grundlegenden Geschichten ihrer Tradition. Ja, was meint ihr? Ist das unsere Art oder die euch hier bekannte Art im Westen, Buddhismus zu praktizieren? So eine rhetorische Frage ein bisschen, ne? Ja, da gibt es ja doch erhebliche Abweichungen. Ne? Deswegen heißt das Buch auch The Making of Buddhist Modernism, also des modernen Buddhismus. Ja. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, jetzt aus dem tibetischen Bereich. Das war ja Theravada, ist ja Thailand. Der traditionelle Mönch Lobsang ist ein 40 bis 50 Jahre alter Tibeter, der in Indien in einer großen Flüchtlingsgemeinde lebt. Er kam als Kind nach Indien, ging zur öffentlichen Schule und wurde als Teenager Mönch. Er wurde in der Gelupka-Schule ordiniert, das ist die Schule des Dalai Lama, die Studium und Gelehrsamkeit betont. Als Mönch sind seine hauptsächlichen Aktivitäten die Teilnahme an Ritualen und dem reichen intellektuellen Leben, das Gelupka-Institutionen kennzeichnet. Jeder Tag im Kloster besteht aus einem Zyklus von Ritualen, einschließlich Besänftigungsritualen für die Beschützer des Klosters, Gebeten an verschiedene Gottheiten und Rezitationen von Sutras. Die Mönche führen auch saisonale Rituale aus, die oft umfangreich, teuer und zeitverschlingend sind. Sie feiern spezifische Gottheiten mit Tänzen, der Konstruktion von Mandalas und tantrischen Praktiken, in denen sich die Praktizierenden symbolisch mit den Gottheiten identifizieren. Zusätzlich führen Lobsang und viele seiner Mitmönche Rituale für die Laien mit unterschiedlichen praktischen Zielsetzungen durch, wie die Abschränkung böser Geister, das Kurieren von Krankheiten und das Herbeiführen von Glück. Diese Rituale haben auch für Lobsang einen praktischen Nutzen. Die Durchführung von Ritualen gegen Entgelt ist die Möglichkeit, Mittel für den eigenen Lebensunterhalt herbeizuschaffen, denn die Mönche erhalten keinen Lohn von ihrem Kloster. Er lebt ein ziemlich einfaches Leben, materiell gesehen, aber einige seiner Mitmönche, die von reicheren Familien abstammen und mehr Zeit für die Durchführung bezahlter Rituale aufwenden oder westliche Unterstützer haben, leben viel besser als er. Wie Janisa hat Lobsang keinen Zweifel daran, dass viele verschiedene Arten unsichtbarer Wesen die Welt bevölkern und besänftigt bzw. eingeschaltet werden müssen, um bei weltlichen Angelegenheiten zu helfen. Das schließt neben Geistern tantrische Gottheiten sowie Buddhas und Bodhisattvas mit ein. Lobsangs Pflichten umfassen auch umfangreiche administrative Aufgaben. Wie die meisten seiner Mitmönche im Kloster praktiziert er keine formale Meditation. Allerdings beinhalten das Auswendiglernen, die Rezitation und die tantrischen Rituale, die er durchführt, quasi meditative Elemente, die die Aufmerksamkeit schulen. Er kennt ein paar Mönche, die ernsthaftes Meditationstraining gemacht haben und Jahre in Einsiedeleien und verschlossenen Höhlen verbracht haben, aber die weitaus überwiegende Mehrheit seiner Kollegen haben das Studium und nicht die Meditation gewählt. Obwohl er an die Möglichkeit des Erwachens glaubt, erwartet er nicht, dass er dies im gegenwärtigen Leben erreicht. Er weiß, dass dieses Ziel die intensive Praxis von abgeschiedener Meditation für einige Jahre, vielleicht sogar einige Lebensspannen nötig machen würde.
Er sieht jedoch seine klösterliche Berufung als verdienstvolles Leben, das ihm helfen wird, eine günstige Wiedergeburt zu erreichen und die Zahl der Wiedergeburten zu senken, senken wird, die er bis zum Erreichen des vollen Erwachens vollziehen muss. Ich weiß nicht, ob das euren Vorstellungen davon entspricht, was ein buddhistischer Mönch tun sollte. Überrascht euch das? Was ist eure spontane Reaktion? Nee, das sind Tibeter. Das ist schon. Gut, das ist jetzt eine. Okay. Überraschend fand ich jetzt nur die Finanzierung der Mönche. Ja, es ist ja sogar so. Also nicht bewusst. Das passt auch irgendwie nicht so richtig ins Bild, wenn das so von geburtlichem Stand her dann familiär, dann welche Mönche besser gestellt sind oder nicht. Also normalerweise ist ein Kloster ein Gemeinschaftsleben, wo alles in die Gemeinschaftskasse geht. Das kenne ich von keinem anderen Kloster so. Das ist jetzt bei mir ganz neu gewesen. Das ist jetzt hier vielleicht auch eine Besonderheit dieser Richtung. Und aber ich weiß, dass der Lama Tillmann ja, als er noch offiziell tätig war für Karma Kagyü in Frankreich, auch sich selber finanzieren musste. Obwohl er da offizielle Retreats, also mehr habe ich aber mal erzählt, glaube ich, mehr Jahresretreats betreut hat. Ist also auch durchaus im Westen so. Und das hat er gemacht, indem er dann eben zusätzliche Veranstaltungen gemacht hat, weil er sehr gut das gemacht hat mit sehr vielen Teilnehmern, haben die Leute gespendet und davon hat er seinen Lebensunterhalt finanziert. Aber offenbar in Tibet oder hier in diesem Fall in Indien, weil er eben auch. Ja. Das sind jetzt nicht, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber ich gehe davon aus, dass der McMahon versucht hat, eine repräsentative Beschreibung dieser beiden Personen zu liefern, also eine typische Beschreibung zu liefern. Es gibt in dem Buch auch die Beschreibung eines westlich orientierten asiatischen Mönches, der näher an unseren Vorstellungen ist, der also auch meditiert und so. Das ist aber quasi durch den buddhistischen Modernismus, also durch den modernen Buddhismus, teilweise in diese Länder auch wieder hineingetragen worden. Es gibt auch die Waldtradition in Thailand und Burma und so weiter, wo auch ganz viel meditiert wird. Aber das ist eben nicht die Mehrheit der traditionellen Buddhisten. Ich hatte eher erstaunt, dass die nicht alle meditieren in diesen Klöstern, weil ich das irgendwie, sag ich jetzt mal, für eine Grundregel oder Grundübung gehalten hätte. Mhm. So, ansonsten erstaunt mich, dass alles nicht so ist. Es unterscheidet sich nicht von anderen Religionen, die ich kennengelernt habe. Insbesondere auch vom Christentum. Früher wurde Latein gesprochen, das hat auch keiner verstanden. Genau, da gibt es Parallelen. Die Leute haben partizipiert, indem sie an den Ritualen teilgenommen haben. Und die großen Hochämter waren reichlich mit Räucherwerk sozusagen unterstützt, mit Kerzenschein, die Kirchen waren dunkel, die Architektur hat bestimmte Effekte erzielt. Ist alles irgendwie jetzt mal nicht so erstaunlich, finde ich jetzt. Also wir haben einen anderen Zugang dazu, weil es eben nicht direkt unserer Kultur entspricht. Und weil es als andere Religionen ist es nicht. Nicht, genau, der Witz ist, es gibt größere Parallelen zu anderen Religionen, als wir das hier normalerweise gewöhnt sind, weil wir alle, die sich auch mit dem Buddhismus beschäftigen, schon westliche Varianten kennengelernt haben. Also oder bestimmte Varianten des Buddhismus, die zum Beispiel die Meditation sehr stark betonen. Hier habe ich nämlich tatsächlich noch ein Zitat von einem McMahon, der sagt Folgendes: Im Westen wird oft angenommen, dass Meditation die Hauptaktivität buddhistischer Mönche sei. Aber tatsächlich wird sie überwiegend von einer Minorität von Meditationsspezialisten praktiziert. Und jetzt kommt's, das trifft sogar für Praktizierende der Zen-Chan-Tradition zu. Was ein bisschen komisch ist, weil das Chan quasi ein Wort für Meditation oder Jhanas ist. Also das heißt, es ist die Meditationstradition. Also es trifft sogar für Praktizierende dieser Tradition zu, von denen die Mehrheit in den Worten von Duncan Ryoken Williams, also wahrscheinlich einem Praktizieren in dieser Richtung, nie Zen-Meditation praktiziert haben, nie Koans gelöst haben, nie Zen-Gärten gerecht haben, also mit dem Rechen, nie nach mystischen meditativen Zuständen gesucht haben. Stattdessen dominiert ihre Rolle als Priester ihre Aktivitäten, was das Heilen von Kranken und die Durchführung von Begräbnisritualen und Exorzismen einschließt. Obwohl Meditation immer als essentiell für das Erwachen betrachtet wurde, ist die Darstellung von Meditation als Sinne qua non, also ohne das geht es nicht, der buddhistischen Praxis, sowohl der Monastiker als auch der Laien eine moderne Entwicklung.
Wenn man aus Sicht anderer Religionen guckt, ist das wirklich nicht überraschend, aber wenn man aus der Sicht der Darstellung des Buddhismus im Westen oder das, was wir wahrscheinlich mehrheitlich unter Buddhismus hier verstehen, guckt, ist es dann doch überraschend, dass so wenig meditiert wird. Ja, mir ging das die ganze Zeit noch durch den Kopf, also wozu das passen würde, wäre ja auch so ein Versorgungsaspekt, der auch bei uns mit Klöstern immer verbunden war. Ja, klar. Die müssen ja auch irgendwo von leben. Ja, auch grundsätzlich diese Einbindung in die Gemeinschaft, die ja genau. Erstmal, sag ich mal, den Lebensunterhalt sichert. Also man selber hat im Westen ja dann nichts, aber da wurden ja auch Mitgiften eingebracht, der Orden war in der Regel nicht arm. Und ja, damit wurde der Lebensunterhalt auch mit dem Beginnwesen so erwirtschaftet. Ja, so ist das im Buddhismus auch. Ein Stück weit sich auch hinter so einer Klostertradition. Ja, so ein buddhistisches Kloster muss ja, also zumindest ein klassisches buddhistisches Kloster, muss ja auch irgendeinen Dienst für die Gemeinschaft leisten, damit es auch quasi eine Rechtfertigung hat. Da reicht es vielleicht auch aus, dass die Mönche jetzt quasi heilig sind, dass man zu denen gehen kann und die um Rat fragen kann. Das ist aber auch ja eine Dienstleistung, die da erbracht wird. Okay. Das ist also quasi mit der Meditation unter anderem eine moderne Entwicklung, die aber an das anknüpft, was der Buddha selber gelehrt hat. Ja, der hat ja Meditation gelehrt, der hat ja auch gesagt, das ist wichtig und es gilt ja auch im Osten auch unabdingbar für das Erwachen. Ja, nur es wird eben nicht so viel, nicht überall praktiziert, sondern eben nur von weniger Leuten. Und wie weit solche Abweichungen vom ursprünglichen Buddhismus gehen können, zeigt das Beispiel des Amitabha-Buddhismus, der laut Wikipedia jetzt mal die folgende Ansicht vertritt, Zitat, im Zeitalter des steten Niedergangs des Dharma, also der buddhistischen Lehre, ist es für die heutigen Menschen fast unmöglich, die Erleuchtung und das Nirvana zu erlangen. Es bleibt aber die Möglichkeit, sagt der Amitabha-Buddhismus, Amitabha um Hilfe zu bitten. Denn dieser hat nach seiner eigenen Erleuchtung das Gelübde abgelegt, diese Welt nicht zu verlassen, bis alle Wesen erlöst sind. Wer auf die andere Kraft vertraut, wird in Amitabhas reinem Land wiedergeboren, einer friedlichen paradiesischen Welt, in der alles darauf gerichtet ist, den Wesen die Erleuchtung und das Erlangen des Nirvana leicht zu machen. Also das heißt, was man macht, ist, man verehrt Amitabha und ich glaube, man sagt auch seinen Namen und so. Und dann, dadurch, dass man ihn um Hilfe bittet, dadurch wird er einem helfen, aber erst im nächsten Leben. Und das ist ganz klar nicht das, was der Buddha gesagt hat. Also darauf wollte ich natürlich hinaus. Hier wurde ein Paradies erfunden. Es ist nicht mehr das eigene Bemühen, das zum Erwachen führt. Und die Frage ist, wie kommt es zu solchen Veränderungen der Lehre? Also das ist ja ein Zählsinn von mir. Einerseits wollen Menschen gerne ihren eigenen Beitrag leisten. Und sind vielleicht mit Aspekten der ursprünglichen Lehre nicht zufrieden. Die sagen vielleicht, ja, da hat der Buddha nicht drüber gesprochen. Es gibt, ihr kennt ja diese Geschichte, wo der Buddha gefragt wird nach bestimmten Dingen und er sagt, darüber rede ich nicht. Aber jetzt lebt er nicht mehr und dann will man die Fragen doch beantwortet haben und dann fängt man an, Antworten zu suchen. Ja. Und es gibt Druck konkurrierender Weltanschauungen und spiritueller Lehren. Es gab die Brahmanen, ja, die werden sicher nach Schwächen in der Lehre des Buddha gesucht haben. Und dann gibt es Fragen und dann gibt es Antworten und so weiter. Also solche Dinge spielen eine große Rolle. Und dann gibt es die Konfrontation mit anderen Kulturen. Man hat da andere Anschauungen. Ja, die neuen Anhänger vermischen die alten Sichtweisen mit den neuen und es entsteht dann eine neue Form des Buddhismus, die sich von der alten in einigen Punkten unterscheidet. Die Buddha-Natur, eine Idee des tibetischen oder des Mahayana-Buddhismus, die hat der Buddha nie in der Form unterrichtet, hat diese Begriffe nicht benutzt. Das ist, soweit ich weiß, in China entstanden, weil es sowas Ähnliches da im Daoismus gab. Also da bin ich jetzt unter Vorbehalt, aber das erinnere ich. Und der Einfachheit halber behaupten dann die Anhänger der veränderten Lehre, dass auch der Buddha bereits ihre Anschauung vertreten hat. Der Mahayana hat ja immer gesagt, er hat ja eigene Sutras erfunden und hat dann gesagt, ja, der Buddha hat Geheimlehren gemacht. Und die hat er nicht allen offenbart. Und dann konnten die sagen, okay, diese Geheimlehren, die wissen wir aber jetzt. Und deswegen ist es auch, was der Buddha gelehrt hat. Klingt ein bisschen nach Mormonen. Entschuldigung. Ja, ja, gut. Also so der Gedanke von Brahman, dass jedes Gewesen durchdringt, also auch in jedem Wesen vorhanden ist, das ist also schon vor Buddha auch in dem hinduistischen Bereich oder indischen Bereich gewesen. Also das ist schon annehmend. Das heißt, er ist schon genau
in dem, was er auch gelehrt hat, in dem Umfeld aufgewachsen, das damals diskutiert worden ist. Genau, aber er hat es eben nicht selber gelehrt. Er hat das nicht gesagt. Ist auch nicht schlimm. Ja, es kann ja auch sein, wenn man den Buddha eben nicht als allwissend sieht. Also die haben natürlich das Problem gehabt. Die haben gesagt, der Buddha ist allwissend. Speziell die späteren Entwicklungen des Buddhismus. Also wie kann es dann sein, dass er diese Lehre nicht gewusst hat? Ja, also kann man ja eigentlich, wenn man bei dem Erzählstrang bleibt, kann man natürlich nur sagen, okay, der Buddha hat es gewusst, aber hat es eben nicht allen unterrichtet. Ja, also sonst müsste man sagen, ich mache eine neue Lehre. Aber da muss man die ja völlig neu rechtfertigen. Das ist ja viel schwieriger, als zu sagen, ja, das ist der Buddhismus. Ja. Und dann kann es passieren, dass entferntere Gebiete nur noch die neue Lehre kennenlernen und nicht mehr die alte, die ursprüngliche Lehre, so zum Beispiel die Tibeter. Diese haben einen Großteil der ursprünglichen Lehrreden des Buddha laut Aussagen des Buddhologen Franz Johannes Litsch gar nicht gekannt. Ja? Und haben sich bei ihrer Version des Buddhismus im Wesentlichen auf Mahayana-Texte gestützt, also auf Texte einer späteren Entwicklung des Buddhismus. Und die Mahayanins haben immer eifrig über die alten Buddhisten hergezogen. Die haben sich ja selber großes, höherwertiges Fahrzeug genannt und das, was die Leute gemacht haben, die sich an den alten buddhistischen Schriften orientiert haben, Hinayana, minderwertiges, kleines Fahrzeug. Ja, das war der Versuch, deutlich zu machen, wir sind besser. Und das wiederum haben die Tibeter als wahre Lehre und einzige Lehre übernommen und haben das natürlich dann auch so weitergetragen. Also nicht aus bösem Willen in erster Linie, sondern weil die haben wirklich nichts, also im großen Teil nichts anderes gehört. Also Franz Johannes Litsch sagt, die Interpretation des Buddhismus, auf denen sich, also die Tibeter, tibetischen Lehren bis heute stützen, stammt aus einer Zeit, die 1500 Jahre nach Buddha lag. Und dann ist natürlich noch die Bön-Religion in Tibet dazugekommen und hat auch nochmal Veränderungen im Buddhismus vorgenommen. Und ich vertrete jetzt nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht, aber muss ich eben bewusst machen, der Buddhismus hat sich stetig verändert. Es gibt den einen Buddhismus nicht. Und deswegen denke ich, ist es legitim, im Westen einen neuen Buddhismus entstehen zu lassen, insbesondere dann, wenn man versucht, auf westliche Art an die frühbuddhistischen Lehrinhalte anzuknüpfen. Denn was kann denn authentischer sein als das, was der Buddha selber unterrichtet hat? Ja. Und man kann sehen, dass in einigen Aspekten, vielleicht wird es auch im Laufe des Vortrags deutlich, der westliche Buddhismus mit der ursprünglichen buddhistischen Lehre stärker im Einklang steht als viele andere Formen des Buddhismus. Aber nicht in allen. Aber es ist nicht illegitim, sondern ganz im Gegenteil. Es ist der normale Lauf der Dinge, dass sich in einer neuen Kultur neue Varianten derselben Lehre entwickeln. Dazu Anmerkung, Kritik, Fragen? Ja, mir fällt gerade ein, in irgendeiner Punktesammlung war ja auch davon die Rede, dass der Glaube an Rituale oder durch der Glaube daran, dass durch Rituale Erleuchtung oder Befreiung erlangt werden kann, ein Irrglaube ist. Richtig. Und ja, das ist eine ursprüngliche Aussage. Ja. Also, somit wären diese ganzen Variationen ja mit den ganzen Ritualen und so ja schon in Frage zu stellen. Wenn man sich mit dem ursprünglichen Buddhismus, also wenn man sich damit identifiziert, ja, oder die in dem, ja, Fall. Genau. Da komme ich gleich auch noch drauf, aber genau ist ein wichtiger Punkt. Ja, der historische Buddha hat ja wirklich Rituale im Großen und Ganzen abgelehnt und hat ja eher zwangsmäßig, damit seine anderen Bhikkhus auch Ordinationen vornehmen können, dann was eingeführt. Aber im Großen und Ganzen ist man persönlich zum Buddha gekommen, Mensch werden zu wollen. Willkommen. Der da zeigt dir die Grundtechniken. Genau. Fertig. Und dass die Rituale, die da gemacht haben, die waren eben sehr, sehr einfach. Ne? Aber bevor wir auf die Rituale kommen, nochmal ein anderer, ein bisschen heikler Punkt. Ich möchte ja niemanden abschrecken jetzt. Die Frage ist nämlich, die ich euch stellen möchte, woran seid ihr bereit zu glauben? Ich lese euch mal einen Text aus dem Pali-Kanon vor, den ich natürlich gezielt jetzt ausgewählt habe. Es gibt auch viele andere Texte. Ja. Und zwar sagt der Buddha, ein Tor, das ist ein bisschen eine alte Sprache, ich hoffe, ist verständlich. Also ein Tor, ein Narr, der in Werken übel gewandelt, in Worten übel gewandelt, in Gedanken übel gewandelt ist, gelangt bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in höllische Welt.
Man kann kaum darstellen, wie tief die Leiden höllischer Welten reichen. Auf diese Worte wandte sich einer der Mönche an den Erhabenen und fragte, kann man aber, o Herr, ein Gleichnis geben? Er wollte also noch ein bisschen mehr Horror. Ja? Man kann es, Mönch, sprach der Erhabene. Gleich wie etwa er Mönche, wenn man einen Räuber ergriffe und vor den Herrscher brächte. Und der König verkündete, geht ihr Leute und gebt diesem Manne am Morgen 100 Klingenhiebe. Und man gäbe ihm am Morgen 100 Klingenhiebe. Da fragt der König zu Mittag, sagt doch, was macht ihr der Mann? Sagen die anderen, er ist noch, o König, am Leben. Und der König verkündete, geht ihr Leute und gebt dem Manne zu Mittag 100 Klingenhiebe. Und man gäbe ihm zu Mittag 100 Klingenhiebe. Da fragt der König am Abend, sagt doch, was macht jener Mann? Er ist noch, o König, am Leben. Und der König verkündet, geht ihr Leute und gebt dem Mann am Abend 100 Klingenhiebe. Und man gäbe ihm am Abend 100 Klingenhiebe. Was meint ihr wohl, Mönche, würde da nicht dieser Mann mit 300 Klingenhieben gezüchtigt, infolge davon Trauer und Trübsinn erfahren? Meine möglicherweise nicht nur Trauer und Trübsinn. Die Mönche sagen, auch nur, o Herr, mit einem Klingenhiebe gezüchtigt, würde dieser Mann infolge davon Trauer und Trübsinn erfahren, geschweige denn mit 300 Klingenhieben. Da hob nun der Erhabene einen mäßigen, handgroßen Stein auf und wandte sich an die Mönche. Was meint ihr wohl, Mönche, was ist größer, dieser mäßige, handgroße Stein, der Buddha hat ja immer schön mit Beispielen gearbeitet, oder der Himalaya, der König der Berge? Sagen die Mönche, geringfügig ist, o Herr, dieser mäßige, handgroße Stein. Gegen den Himalaya, den König der Berge, kann er nicht verglichen werden. Ebenso nun, ihr Mönche, kann, was ein Mensch mit 300 Klingenhieben gezüchtigt, infolge davon an Trauer und Trübsinn erfährt, gegen das Leiden höllischer Welt nicht verglichen werden. Da lassen ihn denn, ihr Mönche, die höllischen Wächter die fünffache Schmiede geheißene Strafe durchmachen. Einen glühenden Eisenkeil bohren sie ihm in die eine Hand, einen glühenden Eisenkeil bohren sie ihm in die andere Hand, einen glühenden Eisenkeil bohren sie ihm in den einen Fuß, einen glühenden Eisenkeil bohren sie ihm in den anderen Fuß, einen glühenden Eisenkeil bohren sie ihm mitten in die Brust. So hat er da schmerzliche, brennende, stechende Gefühle zu empfinden und nicht eher kann er sterben, bis nicht sein böses Werk erschöpft ist. Und das geht dann, das habe ich, erspare ich euch jetzt, es geht dann immer so weiter, was da alles so noch Schlimmes passiert. Hört sich nicht gut an. Ne? Es ist nicht das, was man normalerweise als westlicher Buddhist so vorliest, weil das nicht zu dem Bild passt, was man eigentlich vermitteln will. Ja? Und meine Frage an euch ist, glaubt ihr daran? Sie nicht. Glaubt ihr daran? Glaubt ihr an Welten hungriger Geister oder Höllen oder Himmel mit göttlichen Wesen? Also, der eine oder andere, ich weiß nicht, glaubt jemand? Die meisten werden es wahrscheinlich nicht glauben. Ja? Aber der Buddha hat es doch gesagt. Ich meine, wir wissen nicht genau, was der Buddha gesagt hat, aber der Pali-Kanon ist ja das Bemühen, möglichst getreulich wiederzugeben, was der Buddha eben alles so gesagt hat. So, also ich glaube auch nicht dran. Ja? Vielleicht ist es im übertragenen Sinn zu verstehen, genauso wie mit Jesus Himmelfahrt und diese ganzen Geschichten, Wundergeschichten. Meinst du, Jesus Himmelfahrt ist im übertragenen Sinn zu verstehen? Ja. Also ich meine, was sagen die Christen dazu? Ja, oder die ganzen Wundergeschichten, ja, über Wasser und so. Also ich sag mal so, das ist ja auch eine gängige Erklärung und mag ja sein. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, vielleicht hat der Buddha es ja auch nur erzählt, weil er damit das Commitment, also die Selbstverpflichtung der Mönche hätte wollen. Ja. Aber ich fürchte, der hat es wirklich so gemeint. Ja. Aber wir wissen es natürlich nicht. Wir können es nicht wissen. Da kann jeder, sowieso bisher, kann jeder seine eigene Meinung dazu haben. So, das ist also jetzt ein sehr, sagen wir, unangenehmes Beispiel, weil da so negative Dinge drinstehen. Aber wir waren ja im Analayo-Retreat. Da hat er ja auch so ein paar Sutras zur Erläuterung der bestimmter Lehren, Meditationslehren gemacht. Und da gab es ja auch immer Leute, die gesagt haben, muss das denn so drastisch sein? Ja. Und gut, das kommt drauf an, wie empfindlich man ist, ja, also, aber manchen war das einfach zu viel. Der hat damals teilweise recht drastische Beispiele gewählt. Und ich gebe euch mal ein nicht ganz so negatives Beispiel, aber auch was in gewisser Weise ähnliches, aus dem Lotus Sutra. Das ist ja mein besonderer Liebling, das Lotus Sutra, also im negativen Sinne. Und da steht das ist ein dickes Buch, ja, also ich habe jetzt ein
ganz kurzen Abschnitt nur gewählt. Da steht: Der Buddha entließ nun aus dem Kreis von weißem Haar zwischen den Augenbrauen einen Lichtstrahl. Er erhellte im Osten 18.000 Welten. Welten, ja, also das ist mindestens so viel wie die Erde. 18.000 Welten, ohne einen Platz auszusparen. Nach unten reichte er bis zur Avicii-Hölle, nach oben bis zum Akanista-Himmel. In dieser Welt sah man die Lebewesen der sechs Stadien der Existenz, also das sind auch eben die hungrigen Geister und die Götter und so weiter. Ferner sah man alle Buddhas, die in jenen Stadien gegenwärtig da waren. Man hörte, wie alle Buddhas die Lehre des Sutras predigten. 18.000 Welten mit einem Lichtstrahl aus dem, zwischen den Augen des Buddha. Ja? Glaubt ihr daran? Es ist ganz schwierig, weil das, ich habe das Sutra auch gelesen, und die Zahlen, mit denen da herumgeworfen wird, weil das Zeitabschnitte oder Mengenangaben, das ist so ähnlich wie die Zahlen im Alten Testament, was da so grandios niedergemessen wird. Das ist irgendwie nicht plausibel. Das sind wahrscheinlich lyrische Zahlen, die einfach die Bedeutung dessen, was man da unterstreichen will, nach oben heben, aber das sind keine reellen Zahlen. Genau, die erscheinen uns nicht so richtig real. Ja. Aber ich würde doch die Vermutung äußern, dass die Leute, die damals, als das geschrieben worden ist, das gehört haben, dass sie das sehr wohl geglaubt haben. Ich glaube, das war die Absicht. Aber das ist jetzt eine These, die ich aufstelle. Das kann ich jetzt nicht belegen. Ja. Für uns wirkt es natürlich also auf jeden Fall nicht mehr glaubwürdig, das ist ja klar. Ja. Aber wenn ihr jetzt daran nicht glaubt, und man könnte jetzt bestimmt hunderte von Beispielen bringen, wenn man sich nur Mühe geben würde. Ich habe ja nur mal zwei drastische genommen. Glaubt ihr zum Beispiel an Geister, wie unsere beiden traditionellen Buddhisten, die wir gerade gehört haben? Dürft ihr. Also ihr darf jeder an alles glauben, was immer er will. Aber prüft doch mal selber. Glaubt ihr an Geister? Petra offenbar nicht. Du ja? Nee, das wollte ich nicht sagen. Also ich finde den Gedanken jetzt auch nicht so befremdlich. Also muss vielleicht nichts für mich, aber ich würde dann sagen, das nehmen wir mal zur Kenntnis und halten es unter Beobachtung. Also so, ich muss jetzt nicht sagen, dass mich das bestimmt. Aber ich wollte nur was anderes sagen. Wenn es eben da einfällt, das kommt schon wieder. Also ich erinnere mich, dass ich mein erstes Retreat mit Ajahn Brahm hatte. Das war in Frankfurt im Patois. Das war da ein vietnamesisches Kloster. Und die hatten in diesem Kloster Probleme mit Geistern. Und der Ajahn Brahm, der jetzt zufällig da war und eben als wichtiger Lehrer galt, der wurde also gebeten, dann quasi so eine Art, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Exorzismus, sage ich mal, zu betreiben, weil die eben das Gefühl hatten, da sind Geister. Also speziell natürlich die vietnamesische Anhängerschaft. Und dann hat er auch irgendwelche Rituale gemacht und hat dann aber auch gesagt, also es wäre dumm, man bräuchte vor Geistern gar keine Angst zu haben. Ja, also Geister wären harmlos. Ja? Und hat so das Ganze so ein bisschen runtergekocht. Und das ist ja schon ein westlich orientierter, aber der ja auch durchaus transzendente Lehren verbreitet. Oder glaubt ihr an Wiedergeburt? Der eine oder andere vielleicht ja, der eine oder andere und die andere vielleicht nein. Ja. Oder glaubt ihr daran, dass sich schlechte Taten nicht nur in diesem Leben, sondern auch in späteren Leben negativ auf euch auswirken, dass es also so eine Art kosmischer, ausgleichender Gerechtigkeit gibt? So wird das im Buddhismus nicht genannt, aber es ist ja im Kern das, was da passieren soll. Also ich mache jetzt was Schlechtes und im nächsten oder in einem der nächsten Leben habe ich die Samen gelegt, dass mir auch wieder schlechte Dinge passieren. Ja, da kommt es natürlich jetzt zum Kern der Sache. Denn die karmischen Auswirkungen für ein nächstes Leben oder die Wiedergeburt, das sind natürlich Dinge, die im westlichen Buddhismus sehr zur Diskussion stehen. Ja. Und die stehen insgesamt zur Diskussion, weil das eine Lager sagt, ohne die beiden, weil das gelten als Wahrheiten, ohne die beiden ist es kein Buddhismus, und die Westler sagen, nee, wir sind einfach wissenschaftlich so aufgeklärt, das ist nichts für uns, das können wir nicht glauben. Aber der Rest der Lehre, die Befreiungslehre, ist ja so gut, das ist westlicher Buddhismus, dahin entwickelt er sich. Insofern brauchen wir uns über Geister und die ganzen anderen Sachen gar nicht zu unterreden. Das sind so Dinge, das sind Randerscheinungen, das sind Ausschmückungen. Ja. Das sind aber keine Kernbestandteile der Lehre. Aber die Wiedergeburt ist eben schon ein wichtiger Bestandteil der Lehre. Und Karma, ja. Weil das genau. Ist ja auch in der ersten Indian Wahrheit, in dem ersten achtfachen Pfad, im ersten Punkt des achtfachen Pfads. Ja, da steht nur rechte Ansicht, aber was mit unter dieser Ansicht gemeint ist letztlich, ist Karma.
Also alles Mögliche. Rechte Ansicht ist ja ein ganz, also ist ja im Grunde der ganze Buddhismus, aber eben auch. Und es wird ja auch berichtet, dass der Buddha sich zum Zeitpunkt seiner Erleuchtung an seine früheren Leben erinnern konnte und das Karma-Gesetz erkannt hat, aber in dem Sinn auch, dass das auch praktisch erkannt hat, indem er sich an die früheren Leben erinnert hat und wie das eine aus dem anderen folgt und so weiter. So, und wenn ihr nun an einen Teil davon glaubt, ja, und an einen anderen davon nicht, wieso nehmt ihr euch dieses Recht heraus? Wieso? Also, ich meine, das würde doch jetzt... Ja, gut, okay, das ist eine gute Antwort. Das kann man uns dazu aufgefordert. Das Kamala, die Rede an die Kamala. Sei skeptisch und sei genau. Also da will ich jetzt nicht auch noch, das ist nochmal ein anderes Thema, genau. Also das wäre eine gute Antwort, ja. Ich behaupte, warum? Weil wir westliche Menschen sind, ja. Und weil wir dazu erzogen worden sind, uns eine eigene Meinung zu bilden. Und weil wir gelernt haben, dass alle möglichen Leute alles Mögliche erzählen. Und das stimmt halt nicht immer. In der Politik, selbst in der Wissenschaft, ja. Werden ja alte wissenschaftliche Lehren ständig von neuen wissenschaftlichen Lehren, sagen wir mal, mindestens verbessert. Oder andere machen pseudowissenschaftliche Experimente und vergasen Affen. Ja, meinetwegen. Ja, und das finden wir nicht gut. Oder mit Diesel. Ja, so. Das galt als Studie. Ja, uns diese ganze unsere Kultur und aber auch die Wissenschaft, auch wenn wir keine Wissenschaftler sind, das hat uns nicht unberührt gelassen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man einfach sich selber Gedanken, mehr oder weniger stark, das merkt man ja manchmal, aber in dem man sich doch tendenziell selber Gedanken macht und sich eben das Recht herausnimmt, auch alles Mögliche in Frage zu stellen. Und das würde ein traditioneller Buddhist in der Form wahrscheinlich nicht machen, wenn er wirklich auf dem Boden sozusagen, hier nicht des Grundgesetzes, sondern seiner persönlichen buddhistischen Lehre steht. Ja, aber das würde ja kein Fundamentalist irgendeiner Lehre jemals machen. Fundamentalisten sowieso nicht, genau. Wir sind halt anders groß geworden und ich finde das auch gut so, ja, muss ich klar sagen. Es ist schwieriger geworden, an Sachen zu glauben, die man nicht beweisen kann. Es ist nicht unmöglich. Ich würde auch nicht sagen, dass ich völlig, also ohne dass ich das, also es gibt schon Sachen, wo ich denke, das kann ich nicht erklären und das erscheint mir aber doch zumindest anhand meiner Erfahrung denkbar. Ja, aber das wird jeder vielleicht anders sehen, was er bereit ist zu glauben und was nicht. Ich habe das ja eben gesagt mit, das halten wir mal unter Beobachtung, verschrecken tut es mich nicht. Mir ist dann eingefallen, was ich sagen wollte. Also die Frage ist ja, sich von solchen drohenden Höllenwelten beeindrucken zu lassen oder nicht. Und in der Umkehrung ist es natürlich auch ein Machtinstrument. Und das, was wir hier im Westen vielleicht in ja, gar nicht allzu langer Zeit rückblickend auch gemacht haben, ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Theorien der Religion. Die Katholiken stehen da ja besonders so auch von ihren Mitgliedern unter Beschuss, also auch was Lehrsätze angeht oder sind in einem ziemlich großen Rechtfertigungsdruck. Genau. Wir sind natürlich, sage ich mal, ein Stück weit auch privilegiert, weil wir heute Ähnlichkeiten sehen können und weil wir die Möglichkeiten haben, uns von diesen auch manipulativen Machtinstrumenten einer Religion nicht mehr unbedingt beeinflussen zu lassen. Eben weil ein gewisses aufklärerisches Trinken dahinter steht. Ja. Ja, das ist sehr, sehr wahr. Und es liegen mehrere hundert Jahre zwischen diesem Glauben an Hölle, Teufel, Geister. Also doch 200, 300, ja. Ja, vielleicht in manchen Gegenden. Gut, aber ich natürlich gerne mal mit ihr. Okay, gut. Okay, ob es jetzt 100, 200 oder 300 Jahre sind. Je nachdem. Auf jeden Fall. Also einmal mit den Worten von Silvia Kolk, was mich sehr beeindruckt hat. Wir können nicht zurückschreiten in die Welt der Magie. In die Welt der Magie. Wir haben es einfach überwunden. Und das, was du gerade vorgelesen hast, klingt für mich sehr, sehr magisch. Mhm. Und ich denke mal, da sind wir einfach, auch wenn es vielleicht arrogant klingt, weil es eben so viele Sachen gibt, die wir uns nicht mit dem Verstand erklären können, aber trotzdem können wir in diese Art von Glauben irgendwie einfach nicht zurückfallen. Kommt mir so vor. Du, genau, also es gibt ja Leute, die es offenbar vielleicht doch können, aber die Mehrheit kann es wahrscheinlich nicht, denke ich auch. Ja. Ja. Weil wir eben so sind, so groß geworden sind, wie wir groß geworden sind. Ja, wir müssen nochmal Gedanken machen, warum und was westlicher Buddhismus eigentlich ist und warum es denn nun gibt.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine buddhistische Lehre haben, die säkularisieren wir ein bisschen, wir schmeißen jetzt mal Karma über Bord und Wiedergeburt über Bord und das, was dann übrig bleibt, ist westlicher Buddhismus. Sonst ganz anders. Wir als westliche Menschen haben ein ganz anderes Verständnis, wie du das gesagt hast, einen wissenschaftlichen Untergrund vielleicht, einen philosophischen Untergrund. Und dann erwischen wir eine Lehre, die uns eine geistige Befreiung vermittelt, die uns alle Freiheiten lässt, die uns sehr eigenständig in die Verantwortung nimmt. Und dann plötzlich passt der Buddhismus als Religion oder als Philosophie viel besser in dieses westliche Bild rein als jede andere Religion auf dieser Welt. Und deshalb ist der Buddhismus so furchtbar modern. Das liegt am Buddhismus und das liegt nicht an den Westlern, die jetzt einfach den Buddhismus sich zurechtmogeln, sondern Buddhismus ist in einer Anlage so, dass er genau diese Bedürfnisse vielleicht am besten deckt. Ja, wir müssen das Buch vorher. Das ist nicht geplant. Adaptiv. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, wie wir den Buddhismus verstehen, auch tatsächlich die Version ist, wie der Buddha es verstanden haben wollte. Das muss nicht unbedingt hundertprozentig so sein. Ja? Aber ich würde auch die These vertreten, in manchen Punkten sind wir näher dran. Ja? In anderen Punkten weiß ich nicht. Also der Buddha hat das nun mal wahrscheinlich wirklich gesagt mit dem Eisenkeilen und der Hölle und so. Ne? Das darf man nicht vergessen. Gut. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass es 2500 Jahre her ist. Ja, klar. Der ist ja auch in einem ganz anderen, der muss ja auch den Leuten das ganz anders erklären und so weiter. Also, weil wir also westliche Menschen sind und weil wir erzogen worden sind dazu, uns eine eigene Meinung zu bilden und weil wir mit wissenschaftlicher Forschung und ständigen Änderungen von Wahrheiten, scheinbaren Wahrheiten konfrontiert sind, ist es für uns schwerer, Dinge zu glauben. Wenn wir nun aber die Entscheidung getroffen haben, nicht alles zu glauben, was im Pali Kanon steht zum Beispiel, oder geschweige denn in anderen Varianten des Buddhismus, ja, dann bedeutet das meines Erachtens auch, dass wir uns entscheiden müssen, was wir glauben. Denn, zumindest provisorisch, denn ganz ohne Glauben kommt man einfach nicht aus. Und zwar nicht nur im Buddhismus nicht, ja. Man kann einfach nicht für alles die eigene Erfahrung heranziehen. Zum Beispiel glaubt wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen hier in diesem Raum, dass es Menschen gab, die auf dem Mond rumgelaufen sind. Genau, es gibt ja auch ein paar Verschwörungstheorien, die sagen, das stimmt gar nicht, das haben die Amerikaner nur erfunden. Ja. Aber die Mehrheit wird es wahrscheinlich glauben. Ja. Aber wir haben doch überhaupt keine eigene Erfahrung dieser Art gemacht. Wir haben ein paar verpixelte Bilder im Fernsehen davon gesehen. Ja. Mehr nicht. Wir haben, also es ist kein Glaube jetzt wie beim religiösen Glauben, es ist doch ein gewisser Glaube daran, dass diese Bilder die Realität auch wirklich wiedergespiegelt haben. Es in gewisse Form von Glauben haben wir alle. Das ist nicht das, was wir normalerweise als Glauben bezeichnen würden. Ja? Geschweige denn, der Ajahn Brahm, ich kriege es jetzt nicht zusammen, der hat ein Beispiel, der ist ja Vertreter der Wiedergeburt und ist einer der wenigen, die auch aggressiv, also nicht aggressiv, also energisch sich dafür einsetzen, dass es das gibt. Der bringt ja dieses Beispiel, dass irgendwelche Forscher irgendeine komplizierte physikalische Theorie als belegt ansehen, weil ihre Elemente, ihre Instrumente irgendwie minimal mal ausgeschlagen sind an der richtigen Stelle, ja. Dahinter liegen also ganze Theorieberge sozusagen, ja, die dazu führen, dass sie sagen, das soll so sein, und dann schlägt das Instrument einmal aus und dann sagen sie, jetzt haben wir den Beweis gefunden. Ja. Und da ist auch die Frage, wenn wir, die wir damit gar nichts zu tun haben, dann hören, die und die Theorie ist richtig. Auf so einer Basis. Dann können wir natürlich glauben oder nicht glauben, aber wir glauben vielleicht daran, weil wir das als unproblematisch ansehen. Also die Frage ist ja vielleicht jetzt mal, wie man Glauben definiert. Ich höre dir so zu und denke mir, also was denn jetzt Glauben? Unreflektiert irgendwas und unbewiesen übernehmen in meine Vorstellungswelt? Oder reden wir über Glauben, was auch was mit vielleicht ein Stück weit Intuition und nicht Erfahrbarkeit oder Spürbarkeit zu tun hat. Also die Frage ist ja, was ist Glauben? Also in meiner Version ist jetzt Glauben alles, was wir nicht wirklich mit unseren eigenen Erfahrungen, und selbst die sind ja sehr trügerisch, nachvollziehen können. Und da gibt es eine ganze Menge. Ja, ich wollte dazu sagen, man kann die Frage ja formulieren, was glaubt jemand, aber man kann ja auch fragen, wie erklärt man sich bestimmte Dinge? Ja. So, ne, und dann wäre das ja ein anderer Zugang. Also der mir zum Beispiel näher liegen würde, weil es halt ein westlicher Zugang ist. Ne? Und dein Beispiel mit den Gespenstern, ne? Also Gespenster in dem vietnamesischen Kloster, dachte ich spontan, ich würde vermuten, das hat was
mit der Traumatisierung der Vietnamesen zu tun. So, das also ist jetzt das Backlein. So, ja. Das dann eben, es sind keine Gespenster, aber da ist durchaus irgendwas, was irritiert und ungute Gefühle oder Stimmungen macht und was es eben dann zu verstehen gilt. So, ne? Und, das wäre jetzt eine psychologische Erklärung oder es können ja irgendwelche Phänomene, ich weiß nicht mehr, was der Grund war, warum die von Gespenstern ausgegangen sind. Da muss also irgendwelche unerklärbaren Phänomene in den Kloster gegeben haben. Das könnte ja auch technische Gründe haben. Kann auch was anderes sein, ne? Aber das kannst du nicht stellen. Ist ja die Frage, also ob man sagt, glaubst du daran, dass es Gespenster gibt oder wie kann man sich so ein Phänomen erklären? Ja, und ein Erklärungsmodell sind eben Geister. Für bestimmte Phänomene. Es gibt ja auch noch eine Menge andere. Oder genau. Glaube ich an Karma oder wie erkläre ich mir Karma? Richtig. Die Frage ist aus meiner Perspektive, wofür ist so eine Vorstellung hilfreich? Also eine Vorstellung von Geistern, da denke ich, gute Geister ist doch eine hilfreiche Vorstellung. Warum soll ich mir die wegnehmen lassen? Loswerden wollen würde ich die Vorstellung von schlechten Geistern. Ja, beispielsweise. Ja, du lachst. Meine Tante war Missionsdominikanerin in Afrika. Ja. Ich bin katholisch bis auf die Knochen hingesetzt. So. Und die hat mal erzählt, für die Afrikaner ist Christentum als Lehre eine Befreiung, weil das ihnen eine Ausflucht aus ihrer dominanten negativen Geisterwelt bietet. Mhm. So. Also beispielsweise, wenn ich doch jetzt schon so aufgeklärt bin, kann ich mir da aussuchen. Ja? Will ich den Gedanken haben und für mich interessant finde ich es genau wie mit Wiedergeburt. Glaube ich, dass das passiert oder nicht? Da kann ich verschiedene Stellungen dazu haben. Und ich denke, das kann ein ganz befreiender Gedanke sein, aber wenn man es hier besonders lästig findet, glaubt man besser nicht dran. Ja, so. Wenn man da nicht dran glaubt, dann ist es schneller zu Ende und dann muss ich auch nicht so mühselig durch diverse Leben gehen, bevor ich ins Nirvana abgleiten kann. Also so die Frage ist, aus meiner heutigen Perspektive, welchen Sinn und Zweck erfüllt das? Wichtig ist doch nur, dass man solche Überzeugungen auch selber kritisch reflektiert. Also das wäre jetzt also manchmal. Ich glaube, vielleicht habe ich sogar dabei einen längeren Aufsatz gelesen, der jetzt mit hochkompliziert philosophischen Sprache etwa diese These vertritt. Er nennt das dann Ästhetik. Es geht um Ästhetik. Man trifft eine ästhetische Wahl. Aber das kann ich jetzt nicht hundertprozentig erklären. Der Punkt aus meiner Sicht ist jetzt, dass man also entscheiden sollte, was man glaubt. Entscheiden heißt ja auch, das geht ja ein bisschen in die Richtung, wobei es natürlich schwierig ist, an etwas zu glauben, nur weil es nützlich ist, weil Glauben hat ja eigentlich sowas, ich bin auch davon überzeugt, wenn ich nur eine Entscheidung treffe auf der Basis von Nützlichkeit, dann bin ich, ich will es nicht nochmal, dann ist es ja schwierig, von der Wahrheit überzeugt zu sein. Egal. Also erstmal wollte ich nochmal darauf hinweisen, es ist nicht möglich zu widerlegen, dass es Geister gibt. Wenn ich jetzt sage, hier laufen gerade drei Geister im Raum herum. Ihr könnt sie leider nicht sehen. Ja? Die machen auch nichts. Ja? Wie wollt ihr mir das widerlegen? Ja, es ist unmöglich. Mit dem wissenschaftlichen Grund, wie besteht, dass jemand, der was postuliert ist, auch verifizieren muss. Aha. Kannst du mir Geister belegen? Genau, das, da würde ich auch drauf hinaus wollen. Aber erstmal widerlegen kannst du es aber nicht. Du kannst belegen es nur nicht, ich kann es nur nicht belegen, weil ich ja der Einzige bin, der die Geister sieht. Gerade auf deinem Kopf jetzt. Ja, wenn du keine Anhaltspunkte dafür bringst, dann gilt das als falsch. Ne? Du musst das als Wissenschaftler belegen mit irgendeiner Theorie, mit einem Zusammenhang. Ja, aber das ist, wenn du nur so eine bloße Behauptung in den Raum schmeißt und sagst, so, jetzt beweist ihr mal das Gegenteil, dass ich mich im Flugzeug sehe oder Geister oder sonst was, ne? Dann würden Wissenschaftler sagen, du musst mir jetzt eine logische Gedankenkette oder sowas daherbinden, ne? Damit ich das nachvollziehen kann oder widerlegen kann. Die Behauptung alleine, ne, ist ein Null und Nichts. Ja, aber die Wissenschaft, die Argumentation von Ajahn... Ja, da hast du einige Leute aus, wenn du das sagst. Ja, ja, kann ja sein. Also erstmal ist natürlich der Punkt, du vertrittst ja jetzt eine bestimmte Sichtweise. Ja. Nämlich auch eine, die ich auch nachvollziehen kann natürlich, eine wissenschaftsorientierte Sichtweise, ja, die aber nicht selbstverständlich ist. Also wenn ich als Zeuge Jehovas jetzt davon ausgehe, die Bibel ist von Gott erzeugt worden, ja, und das nehme ich mal als Prämisse an, irgendeine Prämisse muss ich ja annehmen. Und das ist jetzt meine Prämisse, dann ist natürlich alles richtig, was da drin steht. Und du gehst von der, du postulierst, und ich würde es auch selber denken, es ist besser, sozusagen an Dinge zu glauben, die sich belegen lassen. Ja? Egal, also ich will wir haben noch andere Punkte, wir können das sonst nicht bis zur Unendlichkeit weiterführen.
Der eigentliche Punkt ist, dass wir ständig irgendwie Dinge glauben. Es ist eine Illusion, dass wir nichts glauben. Zum Beispiel frage ich euch, glaubt ihr, dass es tiefere Meditationserfahrungen gibt als solche, wie ihr sie bereits gemacht habt? Der ein oder andere vielleicht nicht, aber die meisten, die meditieren, werden das wahrscheinlich glauben. Warum? Weil wir davon Berichte von glaubwürdigen Menschen gehört haben. Ja? Aber das ist für mich Vertrauen mehr als Glauben. Ja, du glaubst daran, weil du das Vertrauen in die Menschen hast, die das erzählen. Das ist ja im Prinzip das Gleiche wie, du glaubst ja auch, dass das Papier in deinem Portemonnaie was wert ist. Das ist auch glaubensbasiert. Ja, das ist immerhin schon, das stimmt, aber es ist erfahrungsbasiert. Also das Problem ist, dass auch von Erfahrungen man im faktisch nichts Grundsätzliches schließen kann. Also wenn das Geld die letzten 50 Jahre immer was wert war, heißt es nicht, dass es morgen noch was wert ist. Erfahrungen alleine reichen auch nicht aus. Man kann sozusagen, man ist immer, wenn die Erde um die Sonne kreist, und das ist seit Jahrmillionen Jahren so, niemand kann sicher davon ausgehen, dass es morgen noch so sein wird. Wir gehen aber davon aus, weil es ja schon immer so war und es wird ja auch so sein, ich glaube da ja auch dran, aber es gibt nichts Beweisbares, auch wissenschaftlich nicht. Ja. Es gibt nur Belegbares. Es gibt, ne? Aber ich will die Diskussion, die führt uns jetzt im Grunde nicht weiter. Glaubt ihr zum Beispiel, dass es eine Art und Weise des Seins gibt, die man als Erwachen bezeichnen kann? Und je nachdem, was ihr glaubt oder für plausibel haltet, werdet ihr eure Praxis anders ausrichten. Und meine These ist jetzt, und wahrscheinlich wird euch das jetzt auch wieder angenehmer sein, als was ich vorher gesagt habe, das Besondere am westlichen Buddhismus sollte meiner Ansicht nach sein, dass man nicht blind an etwas glaubt, weil zum Beispiel ein buddhistischer Lehrer das gesagt hat, sondern dass man sich selber entscheidet, woran man zurzeit glaubt und eben eine bewusste Entscheidung darüber trifft. Und man sollte sich meiner Ansicht nach die Frage stellen, gibt es für diese Vorstellung und Idee auch Belege? Da bin ich ja bei dem, was hier teilweise gesagt worden ist. Ich habe ja schon gesagt, ich bin in der Position, ich will das nicht nochmal diskutieren, dass man Glaubensvorstellungen nicht widerlegen kann. Ich würde auch im Übrigen und euch auch raten, wenn ihr jetzt mit einem meinetwegen Thailänder spricht, ja, ich habe mal meinen thailändischen Masseur und Masseuse gefragt, ob sie an Geister glauben. Wir sind jetzt hier im Westen, die glauben an Geister, da fange ich mit denen keine Diskussion an darüber. Die haben ja alle ihre Geisterhäuschen vor dem Genau. Stehen, weil es wäre auch nicht nett, das zu tun. Und es kann ja auch sehr hilfreich sein, an Geister zu glauben und so weiter und so weiter. Und vielleicht stimmt es ja sogar, denn widerlegen kann ich es ja sowieso nicht. Ja? Aber man kann zumindest sich selber fragen, gibt es Belege dafür? Ja? Also ich habe jetzt noch keine Nicht-Selbst-Erfahrung gemacht. Nur vielleicht Lockerung dieses Gefühls von ich und selbst, ja. Aber es gibt halt glaubwürdige Menschen, die mir davon berichten und deswegen glaube ich, dass man solche Erfahrungen machen kann. Das ist für mich Beleg genug, aber das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und ich würde jedem raten, solche Entscheidungen zu treffen, sonst erwischt man sich vielleicht bei Dingen, die man macht, die man hinterher gar nicht mehr gut findet. Ja, also man sollte sich ein bisschen Rechenschaft darüber ablegen, an was man glaubt und warum, basierend auf Belegen. Das wäre meine These. Plädoyer, subjektive Meinung. So, jetzt das Verhältnis des Buddhismus zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist jetzt unproblematischer ganz kurz. Es ist ja sehr offensichtlich, dass die Wissenschaft und die Gesellschaft von buddhistischen Praktiken zurzeit inspiriert werden. Ja, das kann jeder leicht sehen. Wissenschaftler untersuchen die Auswirkungen von Meditation. MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, ist als Methode zur Stressbewältigung, Depressionsbekämpfung und zum Umgang mit chronischen Schmerzen weiterhin anerkannt. Ich habe mir vor kurzem das Buch von dem Jon Kabat-Zinn dazu angetan. Das ist Buddhismus pur. Nur steht da nirgendwo Buddhismus drin. Sogar Ideen wie das Nicht-Selbst tauchen im wissenschaftlichen Diskurs auf, zum Beispiel in der Bewusstseinsphilosophie. Ihr habt ja teilweise diesen Vortrag von Metzinger gesehen. Der Ego-Tunnel, wer sich dafür interessiert, ist ein tolles Buch. Das sind Sachen, wenn der über Selbstvorstellungen spricht, dann sagt er, die sind alle konstruiert und belegt das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und aus meiner Sicht, auch wenn er es völlig anders formuliert, passt das wunderbar zu buddhistischen Ideen davon. Umgekehrt können den Buddhisten die Ergebnisse der Neurowissenschaften helfen, das, was in unserem Geist passiert, besser zu verstehen.
und zu beschreiben. Und deswegen, ich bin der Meinung, ein Buddhismus, der wissenschaftliche Erkenntnisse einbezieht, den finde ich viel überzeugender als einen, der sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder den Diskussionen anderer Wissensgebiete abschottet. Dann wird er nämlich zum reinen Glauben. Und ich bin halt nun mal, wie ihr merkt, nicht so der gläubige Typ, ja, das dürfte ja gerne anders sein. Und da zitiere ich gerne auch Lama Tillmann, der Folgendes sagt: Wie entscheidend ist es, dass etwas buddhistischen Ursprungs ist? Haben nicht bereits frühere Generationen von Buddhisten viel von ihren Zeitgenossen übernommen, sei es in Indien, China oder anderswo? Tragen nur buddhistische Methoden zum Erwachen bei oder gibt es auch einen Weg des Erwachens jenseits der buddhistischen Lehren und Methoden? Vielleicht geht es bei der Abgrenzung zum Nicht-Buddhistischen mehr um die Angst vor einem möglichen Identitätsverlust als Buddhist. Sollte nicht das Erwachen selbst darüber entscheiden, ob eine Methode hilfreich ist? Auf jeden Fall, sagt er, sollten wir innovative Versuche buddhistischer Lehrer oder heilsame Methoden wie die westliche Psychotherapie nicht einfach als unbuddhistisch abqualifizieren, sondern sorgfältig auf ihre Wirkung hin prüfen. Das wäre in etwa auch, was ich vertreten würde, ja. Und ich muss sagen, dass selbst so ein doch teilweise recht traditioneller Lehrer wie der Ajahn Brahm folgende Aussage macht: Verbiege nicht die Wahrheit, damit sie zur Religion passt, verbiege die Religion, damit sie zur Wahrheit passt. Also eindeutig, auch wenn er mit guten Argumenten, die der eine nachvollziehen wird oder nicht, Wiedergeburt als verteidigt und sagt, da gibt es gute Belege dafür und so weiter, ja, ist er aber ganz klar der Meinung, es gibt sozusagen etwas, was bewiesen werden kann, und da sollte man dann die Religion dem der Wissenschaft anpassen und nicht umgekehrt. Ja? Und das ist auch die Haltung, die aus meiner Sicht der westliche Buddhismus generell annehmen sollte. Also sich sozusagen anzugucken, was hilft bei uns, bei unseren Zielen, die ja auch sehr unterschiedlich sein können, wie wir alle wissen, was hilft dabei an Erkenntnissen der Wissenschaft? Und was ist vielleicht nachgewiesenermaßen nicht richtig? Wobei, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ist manchmal recht schwierig. Ja. Gibt es da Widerspruch? Ist auch erlaubt. Ich habe die ganze Zeit im Kopf Thema Glauben. Glaube ich in diese ganzen Phänomene, glaube ich nicht daran. Was hat das denn eigentlich mit Dharma-Praxis zu tun? Dharma-Praxis ist für mich, ich glaube an meine eigene Erfahrung. Wenn ich Körpergewahrsein habe, wenn ich mich auf den Atem konzentrieren kann und wenn ich mich ethisch verhalte, was hat das für Auswirkungen auf mich, auf mein Wohlbefinden, auf mein Verhältnis zu den anderen? Das sind Erfahrungswerte, meine eigenen Erfahrungswerte, und denen glaube ich und denen vertraue ich. Aber diese ganzen anderen Sachen spielen sich so sehr im Kopf ab und können einen auch verrückt machen. Es ist für mich, also für die Praxis finde ich das nicht hilfreich. Das wollte ich nochmal da. Ja. Ich finde, die Frage Wiedergeburt stellt sich auch gar nicht, weil was auch immer nach dem Tod passiert, erfahren wir dann. Wenn es soweit ist, jeder allein. Das ist einfach mal Fakt. Und ansonsten, ob es jetzt einen gibt oder nicht, ist erstmal irrelevant, weil man verfolgt ja die Praxis und die Praxis trägt ihre Früchte so oder so und das ist das, was erlebbar ist. Ja. Und spätestens dann wird dann auch erlebbar, ob es jetzt Wiedergeburt gibt oder nicht. Vielleicht gibt es sie und wir sind alle doof. Genau. Aber ich kann damit ja auch gut leben. Ja. Aber das ist eben, das muss man sich bewusst machen, nicht weder die Haltung des Buddha noch die Haltung anderer traditioneller buddhistischer Richtungen. Und das ist auch nicht schlimm so. Aber ich meine, das finde ich wichtig, dass man sich das klar macht. Da nimmt man eine andere Position ein. Und das ist auch verständlich. Wir sind in einer anderen Kultur und nehmen die immer halt ein. Ich sehe da kein Problem. Aber es ist so. Aber eine Position einnehmen heißt doch schon mal, ich bin fixiert auf was. Es verändert sich ja alles. Ja. Von daher kann man sich ja auch... Der Buddha hat auch gesagt, man soll keine festen Ansichten haben. Aber er war natürlich doch schon der Überzeugung, dass es Wiedergeburt gibt. Also feste Ansicht hin oder her. Ja, aber gut. Wer da auf diesen Widerspruch reagiert hätte, das weiß ich jetzt nicht. Ja, du wolltest noch. Ich bin auch deiner Meinung. Oder kann da gut mitdenken. Ich denke auch, Glaube stellt sich für mich nicht die Frage. Es stellt sich auch nicht die Frage nach der Wahrheit, weil die Wahrheit verändert sich. Es stellt sich eigentlich immer nur die Frage nach dem Jetzt.
Und jetzt ist dieser Gedanke heilsam oder ist er nicht heilsam? Ist er für mich in diesem Leben oder in diesem Moment, ist er für mich jetzt, ob da jetzt ein Geist ist oder nicht? Und wenn es ein heilsamer Geist ist, glaub ich daran oder dann ist das eben so. Und dann wir auch. Wenn es ein nicht heilsamer Geist ist, dann ist er eben nicht für mich da. Ganz einfach. Also das ist für mich jetzt gar nicht die Frage und auch die Frage nach der Wahrheit. Die Wahrheit ändert sich ständig, die Wissenschaft ändert sich ständig. Letztlich habe ich in einem Artikel gelesen, dass sogar, dass die Wissenschaft jetzt sogar herausgefunden hat, die Neurowissenschaften herausgefunden haben, dass sich sogar Gefühle in den Zellen, in der Genstruktur des Menschen verinnerlichen. Also das chemische Prozesse, das heißt jemand, der vielleicht im Krieg war und der immer unter Fliegerangriffen gelitten hat, dass das zum Beispiel seinem Kind, so wurde das erklärt, als Angst vor fliegenden Objekten zum Beispiel eingepflanzt worden ist, dann ist das so. Und das vielleicht ist denkbar, das ja wieder anders. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand herausgefunden hätte, ja, die Meditation, die macht gar nichts im Kopf. Also da hätte der Matteo Ricard ja wirklich umsonst da in der Röhre gelegt. Was macht das denn bei mir? Wenn ich merke, ich liege da nach 3 oder 4 Tagen und ich merke dann auf einmal, dass irgendwas passiert, das finde ich wichtig. Das ist für mich wichtig. Und ob ich das glaube oder nicht, ich habe es erfahren. Und dann ist für mich, stellt sich die Frage des Glaubens nicht mehr. Ja, so kann man auch damit umgehen. Ja, ich denke auch, dass man den Begriff Glauben mit unserer bisher tradierten Bedeutung eigentlich im Buddhismus nicht so überstrapazieren muss. Ja, wir haben im Christentum ein Glaubensbekenntnis. Im Buddhismus heißt es buddhistisches Bekenntnis. Es gibt das buddhistische Bekenntnis, der zum Beispiel Übereinkunft Deutschen Buddhistischen Union, die das zusammenfasst und damit doch ein Großteil der Buddhisten in Deutschland auch damit übereinkommen lässt. Und die sagen, ich bekenne mich zum Buddha, ich bekenne mich zur Lehre. Ich bekenne mich zu den 4 edlen Wahrheiten, zum edlen 8-fachen Pfad und dann noch zu diesen 5 Regeln, die für die Lage gelten. Das ist der Inhalt dessen. Und bekennen heißt jetzt gar nicht unbedingt glauben, das heißt, I agree with you. Ich nehme, da finde also eine Übereinkunft und mit dieser Übereinkunft kann ich diesem Pfad auch folgen. Das muss ich gar nicht unbedingt glauben, sondern ich nehme einfach einen Weg für mich letztlich zur Befreiung, zum Nirvana an und versuche diesen Weg zu folgen. Ja, aber das ist eine aus meiner Sicht eine westliche Einstellung. Das macht ja auch nichts. Ja. Ich stehe in Italien. Ja. Aber es ist, man muss sich eben bewusst machen, das ist kein traditioneller Buddhismus. Ja, klar, und das ist auch nicht schlimm. Gut, jetzt vielleicht ein Punkt, der werde ich sicher auch offene Türen mit einrennen, der aber selbst im Westen nicht selbstverständlich ist, nämlich das Verhältnis zu buddhistischen Lehrern. Ich meine, der ein oder andere kann sich schon denken, was kommt, ja. Also, welcher Buddhist, sage ich mal, würde sich nicht wünschen, den Buddha persönlich kennenzulernen? Welcher Mensch hätte nicht gerne eine Vertrauensperson, der rückhaltlos vertrauen kann und die nur sein Bestes will? Und da wäre ja so ein vollständig Erwachter gut geeignet dafür, der hat keine eigenen Interessen mehr, der will nur das Beste für alle. Und sowas wünschen wir uns natürlich, oder ob er euch das persönlich wünscht, aber viele Menschen wünschen sich das offenbar, ja. Wenn man so in den Pali-Kanon guckt, hat man so den Eindruck, dass der Buddha auch so eine ähnliche Funktion auch ausgeübt hat seinen Mönchen gegenüber. Aber trotzdem hat er ein persönliches Lehrer-Schüler-Verhältnis selber gar nicht für wichtig gehalten. Denn kurz vor seinem Tode äußerte er sich zur Frage seiner Nachfolge wie folgt. Zitat, wer den Gedanken hegt, ich will es sein, der den Bhikkhu-Sangha, also die Gemeinschaft der Mönche, leitet, oder der Bhikkhu-Sangha untersteht meiner Führung, der hätte Nachfolgebestimmungen zu treffen. Ein Vollendeter indes hegt keine solchen Gedanken. Ich bin jetzt alt. Wie ein abgenutzter Karren nur noch mit Hilfe von Riemen funktionsfähig gehalten wird, so ist auch mein Körper nur noch mit Bandagen funktionsfähig. Darum, Ananda, seid von nun an euch selbst eine Insel, euch selbst eine Zuflucht. Sucht keine andere Zuflucht. Nehmt die Lehre als Insel, die Lehre als Zuflucht. Nehmt keine andere Zuflucht. Jene Bhikkhus, die, sei es jetzt, sei es nach meinem Tode, in sich selbst und in der Lehre Insel und Zuflucht finden und nirgendwo sonst, diese eifrigen Bhikkhus sind wahrlich meine Bhikkhus und überwinden die Dunkelheit der Wiedergeburt. Also ganz klar, die Lehre und die eigene Erfahrung auch wieder, das ist der Maßstab, den man anlegen soll. Sehr westlich, könnte man sagen, ja. Also, ja.
Aber trotz dieser Aussage legen diverse buddhistische Traditionen großen Wert auf die sogenannte Dharma-Übertragung, die ein buddhistischer Lehrer dem nächsten gibt. Und manche behaupten ja, sie können die Kette der Lehrer bis zum Buddha zurückverfolgen, was eben quasi praktisch unmöglich ist, weil der Buddha ja keinen Nachfolger bestimmt hat. Und dann gibt es auch noch das Bedürfnis nach Verehrung, das überraschenderweise ja offenbar viele Menschen im Westen haben. Und das führt dann dazu, dass häufig nur die positive Seite eines Lehrers gesehen wird und problematische Verhaltensweisen ausgeblendet werden. Und zwei praktische Beispiele aus ganz persönlichen Erlebnissen, die der ein oder andere schon kennt. Also ich bin auf einer Veranstaltung mit 500 Leuten in einer riesigen Turnhalle und der Lehrer lässt die Leute 2 Stunden lang warten, ohne sich dann hinterher auch zu entschuldigen, dass er sagt, Mensch, tut mir leid, ich bin jetzt zu spät gekommen und so weiter, viel Verkehr und so. Und dann frage ich nach irgendwie 2 Stunden, frage ich dann einen neben mir Sitzenden, was er denn davon hält, ich war ja nicht Anhänger dieses Lehrers, dass manche Lehrer immer wieder Menschen auf ihren Auftritt warten lassen. Das wird also quasi immer wieder eingesetzt. Ja? Und dann sagt er, er glaubt, dass die Lehrer so dafür sorgen wollten, dass die Anhänger besseren Kontakt miteinander bekommen. Das fand ich ja sehr rührend, ein junger Mann. Ja. Also ich habe ja meine eigene These, warum die das machen. Ich weiß nicht, was eure. Habt ihr Ideen, warum manche Lehrer die Leute so lange warten lassen? Also, die Bedeutung zu erhöhen. Ja, das ist auch meine These. Ja. Das ist so, wie wenn man ein Vorstellungsgespräch führt und obwohl jetzt die Zeit begonnen hat, man hat auch Zeit, lässt man den Bewerber noch mal 10 Minuten warten, um den mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Und hier wird nicht unter Druck gesetzt, hier wird die Bedeutung erhöht. Der ist so wichtig, der braucht nicht pünktlich zu sein. Wenn ihm das nämlich wichtig wäre, dass er die Anhänger stören würde damit oder dass sie Nachteile erleiden, dann würde er sich entschuldigen. Also normalerweise? Bei mir auch, ich bin ja auch. Normalerweise müsste er sich entschuldigen, weil das kein ethisches Verhalten ist. Genau, aber die entschuldigen sich nicht. Das sind aber... Das sind deutschen Hintergrund ausgehend. Ja, natürlich, also vielleicht möglicherweise woanders. Ne? Also auch eine Veranstaltung mit Hunderten von Leuten, wo ich verschiedene Dinge erzählen könnte, aber eben was mich jetzt besonders angesprochen hat, ist, dass der Lehrer vor Hunderten von Zuhörern ständig seine Übersetzerin kritisiert. Ja, vor allen Dingen, dass sie seine Worte nicht mit genügend Begeisterung übersetzen würde. Ja, obwohl er gar kein Deutsch kann. Und eine andere enge Schülerin kritisiert er dafür, dass sie nicht achtsam sei, weil beim Öffnen einer Tür ein Hund überraschend das Zimmer verlassen hat. Sagt er, da sieht man wieder, dass du nicht achtsam genug bist, vor Hunderten von Leuten. Ja? Und das löst nun bei einigen Besuchern der Veranstaltung, vor allen Dingen bei Neulingen, bei der Veranstaltung Unmut aus. Und weil das aber der Lehrer hört, müssen dann die von ihm Kritisierten am nächsten Tag vor dem Publikum, vor den Hunderten von Leuten auftreten und erklären, dass sie ihn ja darum gebeten hätten, auf Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Das fände es deshalb ganz wunderbar, also gut, ich karikiere das jetzt, wenn er sie öffentlich kritisieren würde. Und der Witz daran ist nicht nur, dass das passiert, sondern dass die meisten Anwesenden das völlig normal finden. Ich habe mit diversen Leuten darüber gesprochen. Ich habe gesagt, habe auch noch andere Sachen. Da habe ich gesagt, finde ich ein bisschen komisch und so, speziell das. Sagen, ja, aber die haben doch gesagt, die finden das gut und so. Muss das verstehen und so. Die müssen ja auch wissen, wenn sie Fehler machen. Ja. Das ist mal eine freundliche Umschreibung, wenn du sagst, also so, das finde ich ein bisschen komisch. Ne? Ja. Dass der Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis, das demonstriert ja für mich irgendwie, da kriege ich einen Föhn. Ja, das kommt durch deine politische Einstellung. Der behandelt die wie kleine Kinder irgendwie, der muss dem großen Meister da sagen, du hast da recht, Junge, der macht das extra, der kommt da 2 Stunden später, wie der Star, der zur Bühne kommt, da kriege ich einen. Ja, ich war auch nicht so begeistert, aber ich war ja neu und habe mir das mal angesehen. Und in dem Fall war es auch so, dass bekannt war, dass der Lehrer gegen bestimmte Missbrauchsgesetze in Kanada verstoßen hat. Das war auch einigen Leuten also durchaus da bekannt, aber es wurde komplett ausgeblendet. Und da habe ich schon gedacht, das gefällt mir aber nicht, das finde ich also keinen guten Umgang und so. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass Folgendes passiert ist, dass nämlich im letzten Jahr, mehrere Jahre nachdem ich an dieser Veranstaltung war, einige der engsten Schüler dieses Lehrers, ein hoch anerkannter Lehrer, der wunderbare Bücher geschrieben hat,
dass diese engen Schüler einen Brief an ihn geschrieben haben, in dem sie ihm unter anderem physischen, sexuellen und emotionalen Missbrauch und einen unersättlichen, verschwenderischen und genusssüchtigen Lebensstil vorwerfen. Und ich habe noch mal ein kleines Zitat. Du hast uns gehauen und getreten, an den Haaren und Ohren gezogen. Du hast uns mit verschiedensten Dingen geschlagen. Wir haben über viele Jahre darauf vertraut, dass diese körperliche und emotionale Behandlung von Schülerinnen und Schülern, es geht hier um Wessis, also Deutsche und andere Nationen, also dass diese körperliche und emotionale Behandlung von Schülerinnen und Schülern, was du als deine, jetzt kommt's, geschickten Mittel des zornvollen Mitgefühls in der Tradition der verrückten Weisheit geltend gemacht hast, also dass das dazu diente, uns in unserem eigenen tiefsten Interesse von unseren Gewohnheitsmustern zu befreien. Wir glauben nicht länger, dass das so ist. Nach mehreren Jahren, wo sich das haben gefallen lassen. Deine körperlichen Misshandlungen haben deine Mönche, Nonnen sowie Laienschülerinnen und Schüler mit blutigen Verletzungen und Narben zurückgelassen. Das ist kein Wissen aus zweiter Hand. Wir haben dein Verhalten über Jahre persönlich erfahren und können es bezeugen. Und das geht so weiter, das ist ein mehrseitiger Brief. Ja. Also ich hätte damals, trotz meiner Beobachtungen und meiner Kritik, wo ich gedacht habe, oh, das finde ich nicht in Ordnung, also hier, das ist für mich gestorben, ja, hätte mir nicht vorstellen können, dass dieser wirklich harmlos und eher kindlich erscheinende buddhistische Lehrer solche Handlungen vollbringt. Aber es war erkennbar, dass was nicht in Ordnung war. Das war erkennbar, nur nicht in der dramatischen Version. Ja. Und ich kann daraus nur schließen, dass manche Menschen und viele Menschen offenbar bereit sind, dramatisch negative Handlungen zu ignorieren, wenn sie ihr Vertrauen in einen Lehrer gesetzt haben, wenn sie ihn verehren und sich emotional von ihm bzw. seiner Gruppe abhängig gemacht haben. Darum geht's nämlich. Da wird so viel investiert, ja, in diesen Lehrer, in neues Leben manchmal, das gibt's auch woanders, ja. Da wird so viel investiert, dass man nur schwierig da wieder rauskommt, weil man würde sehr viel verlieren. Und dann machen Leute die Augen zu, ja, und sehen, interpretieren das, was sie sehen wollen, in das hinein, was sie sehen. Und was können wir daraus lernen? Na, erst einmal, dass wir eben Lehrer nicht kritiklos verehren sollten. Man sollte ehrlich gesagt mit Verehrungen fürchte ich sowieso vorsichtig sein. Das ist eigentlich schade, weil es ein schönes Gefühl ist, wenn man Leute verehrt. Und dann darf man vielleicht auch bei Lehrer eben als Kern dessen, was er vermitteln soll, die Lehre nehmen und nicht unbedingt eine bedingungslose Hingabe ihm geben. Vor allem der Person gegenüber. Ja, aber weil man ja denkt, das ist meinetwegen ein Erwachter, ja, und weil der sich so in vielen Fällen ja auch sehr überzeugend und charismatisch verhält, dann nimmt man quasi an, dass das, was er macht, richtig ist. Dann widmet man dem viel Zeit und dann hat man eben so viel investiert. Ja, aber auch da komme ich wieder mit der deutschen Historie. Ja, man sollte eigentlich nicht anfällig dafür sein. Man weiß ja, wie das ausgeht. Ja, nur das ist nicht vorbei. Das ist, also ich meine, das hat er nicht dasselbe gemacht wie Hitler, aber das ist diese Bereitschaft, diese innere Bereitschaft ist selbst in Deutschland vorhanden. Geschweige denn woanders. Es gibt auch viele Leute, die sehr leidenschaftlich gerne die Verantwortung abgeben und böse Wort nehme ich jetzt. Führer für mich, ich folge, läuft. Ich muss nicht denken, ich marschiere einfach. Passt. Richtig, genau. Sie sind auch wieder auf ihrem spirituellen Weg. Ne? Ja. Das ist ja was, was manche vielleicht sogar hier vermissen. Und es gibt ja auch Lehrer, die, sagen wir mal, wirklich das verkörpern, was der Buddhismus verkörpern soll. Da gibt es eine ganze Menge, das ist sicher die Mehrheit. Aber der Punkt ist hier, dass ich eben nicht blind in irgendwelche Sachen reinlaufe, sondern mir die Leute genau angucke und nicht einfach nur meinen Gefühlen vertraue. Und dass Lehrer auch nur Menschen sind. Im tibetischen Buddhismus ist aber das passt doch sehr, sehr grundlegend, sich vollkommen dem Lehrer. Im tantrischen, glaube ich, ja. Der tantrische Buddhismus sagt, dass egal, was der Lehrer jetzt, wie er mich jetzt kritisiert oder was er mit mir genau macht, es ist zu meinem Besten und es ist meine Läuterung, so, damit ich dem Weg der Erleuchtung näher komme. Und das ist hochgefährlich. Das ist hochgefährlich, vor allem, weil wir keine Erfahrung damit haben. Also das ist Neuland für uns und
ja, da lässt man sich dann drauf ein und am Ende kommt ein Scherbenhaufen dabei raus. Auch so Praktiken, Guru-Yoga, wo man den eigenen Lehrer sozusagen in der Meditationspraxis auf so eine Art Erleuchtungsthron setzt und so weiter. Das mag ja durchaus als... Das ist von Karma Kavi, ist das doch auch ein Karma. Es kommt eben drauf, genau, unter Umständen, das, je nach Richtung, man kann eben das mit dem Karmapa machen, man kann das mit einem konkreten Lehrer von sich selber machen oder man kann es mit dem Buddha machen. Das mit dem Buddha zu machen, ist wahrscheinlich relativ unproblematisch, weil der lebt ja nicht mehr. Aber das mit seinem persönlichen Lehrer zu machen, das hat natürlich eine Funktion. Ja? Also wenn der wirklich gut ist und wirklich nur das Beste für einen will, dann hilft es natürlich, wenn ich mich dem hingebe. Aber das Problem ist, das zu unterscheiden und deswegen sollte man bei solchen Praktiken vorsichtig sein. Ich würde es von Grund weg ablehnen, also zumindest mit aktuellen Personen. Man denkt an Osho und seine Sammlung an Rolls-Royce. Ja, genau, Sabine. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich das auch, also für mich hat das auch etwas Bewusstseinserweiterndes, wenn ich solchen Menschen begegne, also nicht jetzt ohne Zweifel, an diese Person, also nicht an diese Person, sondern das, was sie sagt oder das, was sie denkt, das bringt mich schon weiter. Ja. Also das bringt mich weiter, wenn ich, und was sie dann im Endeffekt ethisch machen in ihrem Leben, das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann auf mich aufpassen. Also ich will ja nur das, was sie selber so gedacht haben, und wenn die dann irgendetwas denken, wenn ich jetzt zum Beispiel Jack Kornfilm nehme oder Joseph Goldstein und so, und dann hinterher kommt raus, der hat auch irgendwie irgendwas gemacht. Und dann bin ich wieder enttäuscht. Nein, ich nehme eigentlich das, was er sagt und was in mir wirkt. Das, also selbst durchdenken, selbst machen, aber trotzdem ist da ein Stück Verehrung. Gut, ich würde, ja. Ich finde, also das, was du beschreibst, ist eher so ein klassisches Schullehrerbild. Ich nehme mir eben die Lehre, die vermittelt wird und was die Person macht und wie privat ist. Dass ich das kritiklos hinnehme. Ja, aber es ist nicht die Priorität. Für dich klang jetzt für mich zumindest so, dass die Lehre die Priorität ist, das, was die Person sagt und was die für sich für den Gang gemacht hat. Ob die jetzt danach ins nächste Modell zum Rudelvergnügen geht, ist dann eher relativ. Das musst du nicht gut finden, aber das macht die Lehre für dich nicht aufspenstig. Das ist ja wirklich eher so eine Sicht, die man mehr oder weniger auf Lehrer hat. Also Lehrer, aber welches Recht habe ich denn zu kritisieren? Also wenn ich diese Wahrheit nicht... Ja, jemand, der... Ich sag mal so, welches Recht haben wir zu kritisieren? Nicht so ungut, aber da muss ich jetzt... Da gehe ich jetzt mal an den christlichen Glauben. Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt, da lässt sich das am schönsten festmachen, wenn ich da jetzt so einen Bischof habe, der ja sein Zölibat predigt und dann kommt raus, dass er sich mal eben durchs Kinderheim kopuliert hat, dann habe ich da aber ganz gewaltiges Recht, kritisch mal zu äußern. Und wenn ich jetzt irgendjemanden habe, wie den Vogel, der da seine Leute züchtigt und einfach nur, weil er Choleriker ist, dann habe ich da auch guten Grund, das zu kritisieren. Ja, und seid ihr euch ja einig. Wenn man so wie du das lernt, dann ist das ja alles sehr unproblematisch, weil dann ist die Person, wenn er einen Arsch auf den Wechsel ist, einen Arsch auf den Schuss. Wenn du jetzt aber ehrfürchtig am Folgen bist, wie so manche armen Schweine Aaron Hubbard folgen, dann kann das zu einem riesen lebensbedrohlichen Problem werden. Das ist halt das Risiko an der Stelle. Ja, das ist die Frage, wie reagiere ich dann, wenn ich so einen Menschen neben mir sitzen habe, der so ein Urvertrauen hat oder Zuflucht nimmt, so heißt das ja dann. Das ist ja dann die Frage, weil ich weiß, bei mir ist das, also da habe ich eine gesunde Einstellung, ich werde das nicht verirren. Aber wenn ich jetzt so einen anderen Menschen, wie kann ich da ethisch handeln, indem ich ihm sage, das ist dein Lehrer handelt jetzt nicht ethisch? Oder das ist eigentlich für mich die Frage. Also nicht die Frage irgendwie dass ich den Lehrer dann irgendwie kritisiere oder sage, auch kritisiere, indem ich dann dem anderen sage, mal guck mal, was der wirklich macht. Handelt der ethisch? Handelt er so, wie er spricht? Also das wäre eine Frage, klar. Ich würde schon sagen, dass man, sagen wir mal so, also Verehrung an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes, wenn es die richtige Person trifft.
Und da ist eben genau der liegt der Hase im Pfeffer. Wenn du also das weißt, dass da jemand sich unethisch fällt oder dir was auffällt oder so, dann macht es sicher Sinn, auch vielleicht nicht jetzt wie, keine Ahnung, als Märtyrer durch die Gegend zu laufen, aber wenn du eine Freundin hast oder ein Freund, der dann davon beeinflusst wird, den darauf hinzuweisen, würde ich sagen. Das ist nur, du wirst feststellen, es ist ziemlich schwierig, die Leute in irgendeiner Weise von ihrer Einstellung abzubringen. Ja, gut, wenn man einen Samen sät, der geht ja auf. Ne? Genau. Ich würde auch sogar weitergehen als du. Ich bin halt der Meinung, wenn ich dem Lama Tillmann oder dem Josef Goldstein gegenüber sitze, der erzählt was, dann geht allein durch meine Spiegelneuronen, sage ich mal, die ja wahrnehmen, wie der sich verhält und so, geht ein Gefühl auf mich über. Und dieses Gefühl hilft mir, meinetwegen zu meditieren. Das war früher schon ganz unverfänglich. Ich habe früher Tischtennis gespielt und als kleiner Junge, wenn ich dann unsere erste Herrenmannschaft habe spielen sehen und habe mich hinter an den Tisch gestellt, habe ich besser gespielt. Warum? Weil ich irgendwie, irgendwas in mir hat das, was es gesehen hat, moduliert in meinem eigenen Spiel. Das meine ich gerade, diese Bewusstseinserweiterung, die auf einer ganz anderen Ebene, also nicht genau. Durch Worte, sondern eigentlich auch durch eine ganz andere, durch Geister sozusagen. Ja, wodurch auch immer. Ich sage jetzt mal Spiegelneuronen, vielleicht gibt es noch mehr. Aber der Punkt ist jetzt hier, das ist ja auch, sind ja gute Effekte. Man muss eben nur aufpassen, wen man da sitzen hat. Und eben immer noch ein bisschen achtsam bleiben dabei. Und ich würde auch die Meinung vertreten, also er sollte sich so verhalten, wie er sagt, dass er sich verhält. Das finde ich wichtig. Wenn er also vertritt, ich verhalte mich so und so, und dann kommt raus, dass er sich genau gegensätzlich verhält, dann denke ich, ist es sehr problematisch. Wenn er sagt, ich verhalte mich so und so, ja, und sagt, ich bin auch nicht immer zufrieden mit meinem Verhalten, ja, und verhält sich dann auch so und so, wie er es gesagt hat, dann denke ich, dann braucht man auch gar keine Angst zu haben. Ehrlich gesagt sind mir Leute, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, wie vieles, was ich sage, ja, mir sind Leute lieber, die ehrlich ihre Schwächen eingestehen und dann sagen, aber ich kann gut meditieren, sagen wir mal, oder so, ja, und da, ne, als Leute, die so tun, als wären sie die absoluten glorreichen Typen, die alles richtig machen, ja, und das in Wirklichkeit gar nicht sind. Denn das merke ich vielleicht gar nicht und fall dann auf alles Mögliche rein. Ja, deswegen finde ich ja den Josef Goldstein so gut. Der wird sicher auch nicht alles sagen, was er in seinem Leben so macht. Er bringt 1000 Beispiele, wie er auf irgendwelche Probleme reinfällt und wie er dann in der Meditation, Lehrbeispiele, ja, in der Meditation stundenlang, tagelang, wochenlang da gesessen hat, nicht weitergekommen ist und dann plötzlich kam ihm die Erkenntnis, mach es so und so und dann hat sich's geändert. Das ist doch viel glaubwürdiger, als wenn mal einer gegenüber sitzt, der sagt, ha, es läuft alles toll und immer ist alles gut. Ich bin erleuchtet. Ja, das widerspricht doch der menschlichen Erfahrung, es sei denn, der wäre vollständig erleuchtet. Ich habe noch keinen kennengelernt. So, aber das ist jetzt am Rande. Ne? Also der Punkt ist, vorsichtig sein. Aber ich will nur mal kurz was zu sagen, Thomas. Das ist doch die Frage, was bezeichnet, was ist, also das, was du gerade geschrieben hast, wäre ja sowas wie eine reife Persönlichkeit. Ne? Jemand, der zu seinen verschiedensten Persönlichkeitsanteilen eine Verbindung herstellt. Ja, richtig. Und je kränker die Leute sind, desto abgespaltener sind die. Ja. Und deswegen ist das ja auch gefährlich, wenn jetzt Leute zum Beispiel super meditieren und da sich immer weiterentwickeln, aber haben abgespaltene andere Lebensbereiche, egal in welche Richtung das jetzt ist, mit einer merkwürdigen Sexualität oder Aggression oder sonstigen Geschichten und haben da keinen Bezug zu. Da nützt mir ja die beste Meditation nichts. Ne? Und letzten Endes ist dann ist eigentlich die Integration das Wesentliche für mich, ne, an Reife oder an Wachstum. Ja, das ist ja die Diskussion, dass in der heutigen Zeit, dass man eigentlich nicht nur meditieren kann, sondern man muss schon oder man sollte schon irgendwie dann auch die buddhistischen Lehren oder das, was dem zugrunde liegt, auch wirklich verinnerlichen. Weil sonst nur, was ich MBSR machen oder weiß was ich, oder Zen-Meditation. Stimmt auch. Oder gut, aber man kann was auch anderes. Sinnlos seine Zeit auf dem Mathe verbringen, das geht auch. Okay, das geht auch. Aber es kann ja sein, dass ich beim MBSR wirklich Stress bekämpfe, aber eben mit dem Rest nichts zu tun haben will. Das wäre in Ordnung. Also klar, es geht um Integration der Persönlichkeit. Ich will jetzt nicht in jedes Detail.
Da gibt es natürlich problematische Entwicklungen geben, das stimmt. Aber es war jetzt nicht meine Stoßrichtung sozusagen, sondern ich muss nicht alles teilen, was ein Lehrer macht zum Beispiel. Und vor allen Dingen ist es ja integrativ für die Persönlichkeit, wenn sie eben erkennt, was sie macht, was sie gut macht, was sie schlecht macht. Genau. Und sicher sind besonders gefährdet Leute, die sozusagen sich selber nicht kennen und ihre Reaktion, dass die besonders stark auf solche Lehrer abfahren, die dann so eine Show abziehen. Jack Kornfield schreibt zu solchen Dingen Folgendes. Ich hatte Lehrer, die weise und makellos waren, wie Ajahn Chah und Mahasi Sayadaw oder da. Und dann hatte ich andere Lehrer, die in speziellen yogischen Verwirklichungen, Heilpraktiken oder Meditationstechniken sehr bewandert waren, die sich aber über die Auswirkungen ihrer Handlungen gegenüber anderen nicht bewusst waren. Manchmal sogar unfreundlich waren oder sogar schädlich für Studierende. Solange ich die Erwartung hatte, dass sie sich immer weise verhielten, wurde ich fürchterlich enttäuscht. Letztlich wurde mir klar, dass es gar nicht notwendig war, zu erwarten, dass ein Lehrer in jeder Weise perfekt ist. Dass ich einfach von ihm nehmen konnte, es geht so in deine Richtung, was gut war. Einer war ein exzellenter Ausbilder für bestimmte Meditationen, aber gemein und abweisend. Ich lernte, dass ich die guten Lehren nehmen konnte und ihm den Rest überlassen konnte. Wenn ein Lehrer ein bestimmtes Niveau der Verwirklichung oder wichtige Praktiken hatte, konnte ich davon profitieren. Und wenn seine Weisheit andere Teile seines Lebens nicht einschloss, konnte ich es akzeptieren. Und das ist, ich meine, er muss seine Lehrer jetzt nicht verändern, ja. Das ist ja ein reifes Verhalten, ja. Er kann gucken, was kann ich bekommen und nehmen und verhält sich auch dankbar dem Lehrer gegenüber. Aber er erwartet eben nicht, dass jeder sofort ein Heiliger ist. Ja, und das heißt, also ich habe den Eindruck, er ist am Dharma interessiert. Er ist am Dharma interessiert und an seiner Entwicklung. Und nicht an der persönlichen Hingabe, obwohl das genau. Auch hilfreich sein kann. Also ja. Wenn es Hingabe an so ein ist, führt es halt zum Leid. Zum Leid. Und aber wenn es Hingabe an eine vielleicht verwirklichte Person ist, könnte es auch, also wenn es auf den Lehrer bezogen ist, zur Abhängigkeit führen, zur Anhaftung führen und damit auch wieder zum Leid. Genau, das kommt auch noch, genau, ja, genau. Ja, ein bisschen, ja, zur Anhaftung. Also diese, auf jeden Fall scheint mir persönlich diese Haltung von Jack Kornfield als westlich realistisch, nenne ich das mal, und entspricht ja auch unserer Haltung zu anderen Menschen, zum Beispiel zu Politikern. Ich meine, wir sollten Lehrer nicht unkritisch verehren, aber ihnen mit Respekt begegnen, nehmen, was sie zu geben haben, offensichtliches Fehlverhalten unter Umständen auch ruhig offen ansprechen, wenn dies für alle Beteiligten nützlich und hilfreich ist. Als problematisch erscheinen mir Gruppen, die eine bedingungslose Verehrung des Lehrers erwarten und Kritik nicht zulassen. Und auch Aussagen wie, Zitat, die Pflicht meiner Schüler und Schülerinnen ist es, treu an den Lehren festzuhalten, die sie von mir empfangen haben, ihnen gemäß vertrauensvoll zu üben und ihr Bestes zu tun, um sie gewissenhaft an andere weiterzugeben, scheint mir als problematisch, weil man ja dann im Grunde nicht mehr selber denken muss, sondern einfach nur noch das macht, was der Lehrer sagt. Ebenso auch die Aufforderung, den Ausführungen eines Lamas wie in der Meditation zu folgen. Dann schalte ich ja auch meinen kritischen Geist aus und lasse mich halt voll darauf ein. Das kann Vorteile haben, wenn das alles gut ist, was er sagt. Da ist eben das Problem wieder, ja. Aber es kann eben auch gewaltige Nachteile haben. Vielleicht hat ja auch der Buddha deshalb, weil er die Fehlbarkeit von Menschen gut kannte, gesagt, man solle sich selber eine Insel sein und die Lehrer als Zuflucht nehmen. Der hat wahrscheinlich keinen Nachfolger ernannt, weil er gedacht hat, wenn ich jetzt einen Nachfolger ernenne, dann wird er nicht so handeln wie ich, ja, sondern dann ist die Gefahr da, dass er schlimme Dinge macht, weil er jetzt die Machtposition hat. Ja, und dass die Menschen nicht mehr an sich arbeiten. Genau. Ja, denn genau, diese Verehrung ist unter Umständen auch für Lehrer nicht so gut. Denn der Status eines Lehrers, der von anderen verehrt wird, kann auch bei fortgeschrittenen Praktizierenden anfällig machen für einen Rückfall in Ich-Bezogenheit. Ist auch logisch. Wenn wir alle immer nur auf den Mund reden und sagen, du bist der Größte, ist auch klar, dass die Gefahr groß wird. Und warum kommt das überhaupt auf mit der Verehrung? Weil Universitätsprofessoren verehren wir in der Regel ja auch nicht. Ja. Ja. Doch, ja. Da haben wir aber andere Sachen erlebt. Na gut, also ich nicht, aber. Ne?
Warum werden also buddhistische Lehrer verehrt? Wir haben ja einen Grund vor am Anfang schon genannt, die Sehnsucht nach starken Mutter- oder Vaterfiguren, sich fallen lassen zu können und so, ist ein Grund. Und ein anderer Grund ist natürlich auch, dass im Mittelpunkt des Buddhismus das Erwachen steht, eine Art und Weise zu sein. Ja? Wenn ein Lehrer vollständig erwacht ist, dann ist es ja das, was ich erreichen will und dann ist er automatisch ein Vorbild für mich. Das liegt also quasi nahe, dass bei so einer Lehre Lehrer verehrt werden. Und wie gesagt, wenn man den Richtigen verehrt, ist ja auch in Ordnung. Das Problem ist eben, wie immer, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Das Witzige ist, das Schlimme ist, dass nach meinem Eindruck viele Menschen ihr Urteil über die Qualität eines buddhistischen Lehrers gar nicht daran festmachen, ob er Zeichen des Erwachens zeigt, sondern an Kriterien wie selbstbewusstem Auftreten, Zahl der Anhänger, Coolness, Bekanntheit mit Prominenten und so weiter, also den Kriterien, die sie an andere Menschen wie zum Beispiel Showstars oder Sportler genauso anlegen würden. Also tatsächlich hat auf diesem Retreat mit dem wurde ein Film gezeigt, habe ich auch dem einen oder anderen schon erzählt, mit dem Dalai Lama, mit der Königin von England und so weiter. Ich meine, warum wird sowas gezeigt? Weil man glaubt, dass Menschen sich an sowas orientieren und deswegen den Lehrer besser finden. Das ist aber genau ein Kriterium, was mit dem Buddhismus aber auch gar nichts zu tun hat. Denn wenn man mal die buddhistische Vorstellung nimmt, ein Erwachter hat die Idee, die Vorstellung eines Selbst vollständig abgelegt. Die Vorstellung eines Selbst ist vollständig weg, der denkt in dieser Kategorie gar nicht mehr. Wenn ich aber die Vorstellung des Selbst vollständig ablege, dann habe ich überhaupt kein Bedürfnis nach Selbsterstellung mehr oder nach Coolness oder nach anderen weltlichen Dingen. Wenn das geht. Ich will jetzt nicht in Frage, man könnte auch in Frage stellen, ob das geht. Das ist eine andere Baustelle jetzt sozusagen. Die Theorie sagt, nur aus Mitgefühl mit den Nicht-Erwachten hilft er ihnen ebenfalls, das Erwachen zu erreichen. Sich selbst dann in den Mittelpunkt zu stellen, Anhänger oder Reichtümer anzuhäufen oder ohne Mitgefühl oder Verständnis mit anderen Menschen zu reden, das alles wäre einem solchen Menschen gar nicht möglich. Ja? Er hätte gar keinen Bedarf danach. Der wäre einfach so, wie er ist. Und der wäre vielleicht völlig unauffällig und brauchte eigentlich nichts für sich selbst. Wie gesagt, die Idee ist, nur aus Mitgefühl hilft der anderen. Aber nicht, weil er etwas davon haben will. Das ist natürlich ein hohes Ideal, ob das jemals erreicht wird. Ja? Und das führt dazu, dass Buddhisten manchmal den falschen Lehrern folgen, weil da der kein Bedürfnis nach Selbstdarstellung hat, ja, wirkt er vielleicht ganz unauffällig. Der läuft vielleicht da vorne gerade über die Straße. Wir würden denken, oh, ja. Guck mal, der Klaus. Ja, genau. Ja. Und deswegen, wenn man feststellt, also dass ein Lehrer, der von sich den Anspruch, das muss man auch wirklich auch mal feststellen, der von sich den Anspruch direkt oder indirekt aufstellt, ist erwacht, dass der ein starkes Ego hat. Ja, dass er sich unbedingt in den Mittelpunkt stellen muss, dann ist das ein schlechtes Zeichen, das ist ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn man aber feststellt, da ist jemand, der erzählt gerne über Buddhismus, aber der hat gar keine Bedürfnisse für sich selber, dann ist es eher ein gutes Zeichen. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Ja? Das ist kein sicheres Zeichen, das kann auch gespielt sein und so weiter und so weiter. Nur erstaunlicherweise kriegen das die Leute, die die großen Mengen anziehen, häufig gar nicht hin, das vorzuspielen. Ganz im Gegenteil, man sieht es auf den ersten Blick. Aber die Leute finden die gut, weil die eben die falschen Kriterien anlegen. Also überzeugend finde ich zum Beispiel die Geschichte von Gendun Rinpoche, ein Lehrer der Karmakakyu-Schule auch, der von seinen Anhängern überredet werden musste, habe ich schon zehnmal erzählt, sich ein Gebiss zu kaufen, damit man ihn besser versteht. Ihm selber war das völlig egal. Der kam mit seinem Brei auch so zurecht. Ja, das ist überzeugend, ja, und das ist ja nicht erfunden, sondern das ist ja eine Geschichte, also gehe ich mal von aus, das ist eine Geschichte, die eher Leute erlebt haben, wie der Lama Tillmann. Ne? Und ein anderes wichtiges Kriterium für einen guten Lehrer ist, ob er seine Schüler zu Unabhängigkeit oder zur Abhängigkeit erzieht. Wer die Kontrolle über seine Schüler behalten will, zeigt nur, dass ihm der Besitz von Schülern wichtig ist, weil sie entweder für seinen Lebensunterhalt, ist auch verständlich, notwendig sind, oder weil sie für seinen Status eine wichtige Rolle spielen. Und da habe ich ein schönes Zitat von Lama Tillmann wieder. Ich sage ja immer, der hat einen starken ethischen Impetus. Der sagt, Schüler in ihrer Kompetenz zu fördern, bringt autonome, kritische
und ihrer Verantwortung bewusste Menschen mit wachen Sinnen hervor, die auch nach dem Tod ihres Lehrers den Weg sicher weitergehen. Wenn Schüler aber wesentliche Kompetenzen an die Lehrer delegieren, begleiten sie meist unbewusst ständig Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, die den Weg des Erwachens behindern. Also man soll eben, es ist falsch, Kompetenzen an den Lehrer zu delegieren, und der Lehrer sollte auch gar nicht dazu einladen, ja, sondern er sollte die Autonomie seiner Schüler fördern. Aber das ist natürlich nicht im materiellen Interesse von Lehrern, darf man nicht vergessen, wenn die davon leben müssen. Das verlangt schon sehr bewusstes Umgehen mit der ganzen Situation. Da muss ganz bewusst als Lehrer sagen, okay, ich merke meinetwegen, nehmen wir an, der Lama Tillmann jetzt, der würde jetzt merken, es wäre natürlich schön, wenn mehr Leute da sind, dann habe ich auch mehr Verdienst. Und dann sich bewusst zu machen, oh, das ist eine Tendenz, wenn die denn da ist. Und dann zu sagen, aber nein, das ist nicht das, was ich will. Da muss ich schon ein sehr starkes Bewusstsein meiner inneren Prozesse haben. Und das sollte man natürlich auch von einem vernünftigen Buddhisten, das sollte man von uns allen jetzt eigentlich voraussetzen, wenn wir meditieren. Ja, aber die Realität zeigt, das ist halt nicht immer so. Manche Lehrer machen ihre Schüler abhängig. Gut, also eine westliche Herangehensweise an das Lehrer-Studierenden-Verhältnis zeichnet sich aus meiner Sicht durch folgende Aspekte aus. Wir sollten offen dafür sein, dass es erleuchtete oder weit fortgeschrittene Lehrer gibt. Das würde ich doch schon sagen. Wir sollten angemessene Kriterien an Lehrer anlegen, nämlich solche, die mit dem Erwachen zu tun haben. Und nicht solche, die mit weltlichen Errungenschaften zu tun haben. Wir sollten aber auch akzeptieren, dass fast alle Lehrer nicht erwacht sind und von ihnen nehmen, was sie zu geben haben, und ihnen helfen, auch den Lehrern helfen, weiterzulernen. Wir sollten uns Lehrer suchen, die unsere Autonomie fördern und nicht solche, die uns abhängig machen und uns kontrollieren wollen. Wir sollten uns auch selber zutrauen, zu beurteilen, welche Lehren und Lehrer uns nützen und welche nicht. Und nie die Kompetenz völlig an den Lehrer abgeben. Und meiner persönlichen Ansicht nach kann es hilfreich sein, von mehreren Menschen zu lernen und dadurch einen weiteren Blick auf die buddhistische Lehre zu gewinnen. Wenn ich das nämlich tue, dann kann ja so eine einseitige Abhängigkeit gar nicht entstehen. Und meine Erfahrung ist auch, ich kriege einfach einen weiteren Blick. Und das merkt man bei allen Leuten, die in verschiedenen Bereichen schon mal zu Hause waren, verschiedene Leute mal angesehen haben oder so, dass die einfach mehr Hintergrund haben. Und wir laden ja auch dazu ein, sozusagen, wir empfehlen ja Retreats von unterschiedlichen buddhistischen Traditionen zum Beispiel, weil wir eben genau das auch fördern wollen. Das ist aber auch die Strömung, auf der sich der westliche Buddhismus regeneriert. Genau. Weil im westlichen Buddhismus haben sich praktisch die östlichen Buddhisten irgendwo im Westen getroffen. Und da sind die östlichen Buddhisten zusammengekommen, die östlichen Strömungen. Und daraus hat sich dann letztlich mit den westlichen Schülern etwas entwickelt, was wir heute westlichen Buddhismus vielleicht nennen können. Genau. Vielleicht wird das auch erst in 50 Jahren wissen, was es, genau, was es richtig ist. Ja. Die östlichen Buddhisten haben ja gar nicht diesen Kontakt miteinander gefunden. Deshalb diese Entwicklung, die wir hier haben, genau, ist eben daraus rekrutiert. Und das ist halt in den USA wesentlich stärker, diese Sichtweise, als in Deutschland. In Deutschland gibt es doch überwiegend immer noch die traditionellen Richtungen, die natürlich auch alle westliche Impulse aufgenommen haben. Ja? Das ist eben nicht der traditionelle asiatische Buddhismus, ich rede nicht vom Buddha, sondern was sich da entwickelt hat, sondern das ist auch schon beeinflusst. Aber es ist eben häufig eben doch wieder beschränkt auf die einzelne Tradition. Und wenn die gut ist, ist das natürlich auch nicht falsch oder so. Ich vertrete halt nur persönlich da eine Ansicht, nämlich die, dass es gut ist, sich mal umzusehen, verschiedene Leute kennenzulernen. Rituale. Also wir haben ja in den Beschreibungen unserer beiden traditionellen Buddhisten viel von Ritualen gehört. Ja? Unter anderem, um unsichtbare Wesenheiten gut zu stimmen. Diese Rituale stehen im Widerspruch zu frühbuddhistischen Lehren. Ja? Es gibt einen schönen Text, den könnt ihr euch im Internet ziehen. Zeremonien und Rituale für Buddhisten in Deutschland. Der Theravada AG, der DBU, und da steht witzigerweise ganz am Anfang in diesem Text über die Rituale in Deutschland und so. Kannst du es nochmal bitte sagen, wie heißt der? Zeremonien und Rituale für Buddhisten in Deutschland. Und da steht also ganz am Anfang, der frühe Buddhismus stand Ritualen grundsätzlich negativ gegenüber. Der Buddha hatte das Hängen an Regeln und Riten als eine Fessel an das samsarische Dasein, also diesen Kreislauf, diesen Leidenskreislauf bezeichnet.
Auch war der Sangha zur Zeit Buddhas, also die Gemeinschaft der Leute, war zur Zeit Buddhas weder Kultgemeinschaft noch sakraler Bund, sondern, Zitat jetzt in dem Text von Hans H.W. Schumann, sondern ein Zusammenschluss von Einzelgängern, die mit der gleichen Methode dasselbe Heilziel anstrebten. Ein Zusammenschluss von Einzelgängern. Ja. Er konnte daher, dieser Sangha, konsequenterweise, oder es konnte daher konsequenterweise auch nicht die Aufgabe der Mönche sein, für die Leidenschaft religiöse Zeremonien zu vollziehen. Logischerweise, weil die wollten alle ihr eigenes Heil erreichen, da gab es diese Idee mit religiösen Zeremonien, auch was es im Christentum gibt, Konfirmationen, was weiß ich, was Taufe und so, gab es in der Form nicht. Aber das wurde natürlich später dann als, sagen wir, Mangel empfunden. Ja? Also ein traditioneller Buddhist, der sich am Theravada orientieren will, der ja seinerseits wieder als Schule der Ältesten in Anspruch hat, ein besonders ursprünglicher Buddhismus zu sein, steht jetzt also vor dem Widerspruch, dass es im Theravada eine Menge Rituale gibt, die der Buddha selber als Fessel bezeichnet hatte. Das macht aber nichts. Ja, wenn man trotzdem Rituale durchführt, dann macht man es eben halt. Ne? Rituale gehören aber eben nicht zum Kern der Lehre. Sie können aber sinnvolle Zwecke erfüllen, ist meine These. So kann zum Beispiel das wiederholte Rezitieren der buddhistischen Lehre diese tiefer in uns verankern. Rituale können das Unbewusste erreichen. Wenn man etwas immer wiederholt, dann wird es plötzlich zu einem geistigen Inhalt, der aus dem Unbewussten wieder aufsteigt. Also es ist, ich würde es nicht als völlig nutzlos sehen, aber jetzt im Sinne einer Verinnerlichung von Lehren. Dafür müssten die Texte aber in deutscher Sprache rezitiert werden und so formuliert sein, dass sie für uns im Westen aufgewachsene Menschen verständlich sind und unserem Sprachgebrauch entsprechen. Das wäre also mein Anspruch, wenn man sowas macht. Wir machen es ja nicht, aber es liegt einfach daran, dass hier einfach bisher niemand wirkliches Interesse daran hatte. Aber es ist sozusagen nicht so, dass das nicht im potenziellen Programm unserer Gruppe wäre. Ja. Rituale können auch das Gefühl verstärken, Teil einer Gruppe zu sein. So beschreibt der Geschichtswissenschaftler McNeill seine Erfahrung mit dem Marschieren in der Armee wie folgt. Zitat, Worte sind nicht geeignet, um die Gefühle zu beschreiben, die durch die lang anhaltende Bewegung im Gleichtakt erzeugt wurden, die Bestandteil unseres Drills waren. Ich erinnere mich an ein alles durchdringendes Wohlgefühl, noch genauer an ein merkwürdiges Gefühl persönlicher Vergrößerung, eine Art von Anschwellen, größer werden als das Leben. Alles dank der Beteiligung an diesem kollektiven Ritual, also dem Marschieren. Und tatsächlich, ich habe ja auch Pujas meine Zeit lang mitgemacht und ich habe ähnliche Gefühle gehabt. Also es war auch schön. Ja. Und man hatte so tatsächlich das Gefühl, wenn man da so diese tibetischen Mantren rezitiert, als wäre jetzt noch mehr im Raum. Aber man muss sagen, ein ähnliches Gefühl beschreibt er halt durch das Marschieren. Ja. Er schließt aus seinen Studien, er hat sich auch wohl intensiv damit beschäftigt, dass menschliche Gesellschaften schon immer synchronisierte Bewegungen genutzt haben, um Harmonie und Zusammenhalt von Gruppen zu fördern. Das wird natürlich von buddhistischen Gruppen nicht, in der Regel nicht als Grund für Rituale genannt. Ja. Aber wenn man das Gefühl von Gruppenzugehörigkeit verstärken wollte, dann könnten Rituale ein geschicktes Mittel dafür sein. Die Frage ist, ob man das will. Unbedingt notwendig sind sie aber nicht. Wie gesagt, der Buddha war ja auch kein Fan davon. Und sie haben ja auch in unserer westlichen Kultur tendenziell einen schlechten Ruf. Aber es wäre eine mögliche Sache. Es ist ja nichts Schlimmes, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu verstärken. Ja, ja, man sieht das eigentlich auch in vielen urwestlichen Geschichten, dass zumindest der ritualisierte Gruß von diversen Subkulturen eben auch identifikationsverstärkend ist. Ob es jetzt meine Abteilung hier, die IG Metall mit dem hier ist, ja. Die Hippies so, die Surfer, genau. Tengus und so weiter und so fort. Das gibt die ganzen dieses Hip-Hop, alten jetzt hier in den 90ern mit Tupac und Biggie, Händeverknotung, die da zelebriert haben, ist natürlich für den Zusammengehalt gut. Und eben so, auch fürs Zugehörigkeitsgefühl. Es hat sich häufig dann organisch entwickelt, sowas, aber dann fördert es eben auf diese subtile Art doch wieder das Gefühl, ich gehöre hier dieser besonderen Gruppe an. Ne? Das besonders ist natürlich etwas, was man im Buddhismus nicht so gerne hat, weil es geht ja um gerade die Auflösung von Identifikation. Ja? Also gut.
Ja gut, es geht ums Erreichen von Zufriedenheit und das erreicht man mit Ritualen. Ein ritualisiertes Leben ist immer ein glücklicheres, zufriedeneres Leben, weil man einfach sozial besser gebunden ist. Und Zusammengehörigkeitsgefühle machen einen auch zufriedener. Also man könnte sagen, es ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber ich finde, wenn man es macht, soll man es bewusst einsetzen. Ja, wir haben es halt bisher nie gemacht. Und Jack Kornfield schreibt zum Beispiel ganz westlich im Zusammenhang mit der Gründung der Insight Meditation Society: Wir wollten die mächtigen Praktiken der Einsichtsmeditation, wie es auch viele unserer Lehrer taten, so einfach wie möglich offerieren, ohne die Komplikationen von Ritualen, Roben, Schanden und religiöser Tradition. Und auch Lama Tillmann schreibt: Wir haben keine Zeit für Unwesentliches, denn das Leben vergeht schneller, als uns lieb ist. Also Fazit aus meiner Sicht, meine subjektive Meinung: Rituale können im westlichen Buddhismus eine Rolle spielen, sie sollten aber gut und vor allen Dingen ehrlich begründet sein. Warum macht man das? Aus den und den Gründen. Und dann idealerweise im Hinblick auf die Ziele des Buddhismus. Und vor allen Dingen sollten sie nicht nur deswegen praktiziert werden, weil das schon immer so war. So, die Rolle der Frauen im Buddhismus, die ist ja überwiegend schon bekannt oder auch nicht. Der Buddha selber hat ja erst nach einigem Zögern einen Frauenorden gegründet, aber er hat es getan. Er hat einen Frauenorden gegründet und es gab ein paar Regeln, die die Frauen quasi den Mönchen untertänig gemacht haben, aber sie waren voll ordiniert. Sie galten also als volle Nonnen wie Mönche, ja, trotz dieser Regel. Aber in Asien hat es sich entwickelt, dass es diese Vollordination häufig nicht mehr gibt. Wir haben es ja bei Janisa, bei dieser thailändischen Frau auch gehört, in Thailand ihr nicht möglich ist, voll ordiniert zu werden. Und der Dalai Lama hat zum Beispiel 2010 noch gesagt, auf die Frage, wie das ist mit vollordinierten Nonnen: Nach unserer Tradition muss die Ordination einer Bhikshuni, also einer Nonne, von einem Bhikshuni ab, beziehungsweise einer Bhikshuni Äbtissin durchgeführt werden. Da in unserer Tradition keine Bhikshuni Äbtissin verfügbar ist, ist nach unserer Tradition hier Schluss. Das ist das Problem. In den letzten 30 Jahren, haben wir deshalb untersucht, ob es für einen solchen Fall vielleicht ein paar Ausnahmeregelungen gibt. Einige Gelehrte sagen, ja, eine Ausnahme sei möglich, während die Mehrheit immer noch Nein sagt. Also bin ich machtlos, zumindest entsprechend dem Vinaya-System dieser Ordensregeln. Ich kann nicht wie ein Deutscher handeln. Nach dem Vinaya-System liegt die endgültige Entscheidung bei einem Sangha, einer Gruppe von Mönchen. Sie kann nicht von einem einzelnen Mönch getroffen werden. Also 2010, wenn man es im Klartext formuliert, hat er gesagt, die leitenden Mönche der Gelug-Tradition wollen keine Gleichberechtigung der Frauen. Und zwar auch deshalb, weil Frauen nie gleichberechtigt waren. War schon immer so. Ja, genau. Und er, ich glaube schon, der Dalai Lama wäre dafür, aber er kann eben aufgrund der Regeln des Ordens nicht einfach sagen, wir machen das so. Die Mehrheit war damals noch dagegen. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, dass es irgendwelche ordinierten Nonnen jetzt gibt. Ich bin aber nicht sicher, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Das war halt 2010. Und die meisten kennen vielleicht auch die Geschichte von Ajahn Brahm, der entgegen seiner Tradition, seiner Ordenslinie, Frauen voll ordiniert hat, 4 australische Frauen. Und der ist aus seinem Orden ausgeschlossen worden. Also der gesamte Sangha, also seine gesamte Gruppe ist aus dem Orden, dem thailändischen Orden, ausgeschlossen worden. Aber ihm, das bedeutet ja auch Geldverlust für ihn, da wird es weniger Spenden geben und so weiter. Und die müssen sich ja auch irgendwie aufrechterhalten, aber der hatte halt eine Gewissensentscheidung getroffen. Wieso Geldverlust, wenn er Frauen mit reinnimmt, dann hat er doch... Ja, vielleicht gibt es auch wieder mehr Geld von den Frauen, ja, wie auch immer. Aber der Punkt ist eben, die meisten Spenden kommen natürlich eher aus asiatischen Ländern wahrscheinlich, aber er hat eben eine Gewissensentscheidung getroffen, hat sich anders entschieden. Das finde ich eben auch für einen Westler auch den richtigen Weg. Und man muss dazu sagen, dass einflussreiche westliche Ableger von dieser thailändischen Waldtradition sich da komplett rausgehalten haben. Die haben das nicht gemacht. Die haben erstmal keine Nonnen ordiniert und ihm aber auch nicht den Rücken gestärkt. Oder genau. Halt irgendwie eine Diskussion darüber angelegt. Was schon bemerkenswert ist. Ja. Er hat ja mal eine Vorlage gegeben. Was ich im Grunde ziemlich rückständig finde. Richtig. Bei den meisten Betriebssitzungen, einer spricht was an, ein Problem wird klein geredet vom Chef und kein anderer sagt was, obwohl es alle so sehen. Ja, genau. Das ist ja gängig. Darf man mal noch ein Positivbeispiel, Plum Village, auch voll ordinierte Frauen. Super. Sehr gut.
Nun, im westlichen Buddhismus ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen und Männer völlig gleichberechtigt lehren und denselben Status haben. Und alles andere wäre im Westen ja auch nicht zu vermitteln. Also im richtig westlichen Buddhismus. Die fehlende Gleichberechtigung im östlichen Buddhismus hat wahrscheinlich mit den Gesellschaftssystemen zu tun, damit dass Frauen eben auch in der Gesellschaft nicht gleichberechtigt sind. Es ist natürlich schwierig, in einer solchen Gesellschaft dann eben solche Sachen zu ändern. Da müsste in der Gesellschaft sich vielleicht erstmal was tun. So, ein anderer Punkt, den ich nur kurz streifen muss, ist, dass im westlichen Buddhismus ja vor allen Dingen Laien die Hauptträger des Buddhismus sind. Im Osten sind es ja überwiegend Mönche. Ja, da gibt es eine klare Trennung zwischen Mönchen auf der einen Seite und Laien auf der anderen Seite. Und das ist traditionell so. Mönche leiten Kloster und Tempel, die Haushälter, Laien spenden, nehmen an Zeremonien teil und so weiter, kriegen Dienstleistungen geboten. Und häufig kennen sich buddhistische Laien im Osten in der Religion nicht so gut aus. Das ist im Westen häufig anders, weil wir ja überwiegend konvertiert sind oder aus dem Atheismus oder ähnlichen Dingen zum Buddhismus gekommen sind. Da muss man sich ja mit der Lehre ganz anders auseinandersetzen. Das ist in Asien halt nicht anders als bei uns. Denn wenn ich in der christlichen Tradition groß geworden bin, dann weiß ich vielleicht auch nur das, was ich notfalls lernen musste. Aber vieles weiß ich durch die Umgebung, weil mir das erzählt wird oder weil bestimmte Verhaltensweisen, was weiß ich, man heiratet in der Kirche, ja, weil das eben normal ist. Ja, und dann muss man sich nicht so intensiv mit der Lehre auseinandersetzen. Aber wichtig ist für uns, wenn wir als Laien praktizieren, also zumindest wenn wir uns am traditionellen Buddhismus orientieren, dass es auch zu Zeiten des Buddha viele Laien-Buddhisten gab und dass auch im Pali-Kanon von erwachten Laien berichtet wurde. Also auch Laien konnten nach Lehre des Buddha erwachen. Aber jeder buddhistische Lehrer wird sagen, das ist schwieriger als bei Mönchen, einfach weil sie neben Laien, neben ihren buddhistischen Aktivitäten auch noch einen Haushalt zu führen haben. Wenn man natürlich an die Beschreibung dieses tibetischen Mönches denkt, der quasi nicht meditiert, dann relativiert sich das wieder. Aber natürlich, wenn ein Mönch sich dem Meditation und so weiter widmet, intensiv, dann hat er mehr Gelegenheiten dazu, wenn die Setting des Ordens es zulässt, als jemand, der noch Geld verdienen muss, Kinder zu betreuen hat, einen Hund, keine Ahnung, was noch alles. Oder man vereinfacht sein Leben so sehr, dass man auch den ganzen Tag meditiert. Da gibt es auch gute Beispiele dafür, die das machen und die dann natürlich wieder bessere Chancen haben. Ein Punkt, den ich auch nur kurz nennen kann, ist, dass der Buddhismus im Westen demokratischer ist als im Osten. Und typischerweise sind wirklich westliche buddhistische Organisationen demokratisch organisiert. Sind alle schon in den Startlöchern, aber der wichtigste Punkt kommt jetzt noch. Aber noch eine Seite, nämlich warum überhaupt Buddhismus? Ich habe ja bisher nur über die zwei Punkte gesprochen, Aufklärung und westlich. Aber ich habe nicht darüber gesprochen, warum überhaupt Buddhismus. Gut, das liegt vielleicht auch nicht so nah, weil wir ja hier sowieso schon in der buddhistischen Gruppe sind. Ich habe ja gesagt, der Buddhismus soll gleichberechtigt und demokratisch sein, im Einklang mit der Wissenschaft, Lehrer sollten nicht übertrieben verehrt werden und man sollte sich genau überlegen, an was man bereit ist zu glauben. Aber was spricht überhaupt dafür, Buddhist zu sein? Man könnte ja sagen, es reicht aus, ein bisschen zu meditieren und sich mit Psychologie zu beschäftigen. Und was unterscheidet einen westlichen Buddhismus überhaupt von Methoden wie MBSR? Also Buddhismus ohne Buddhismus. Ja, also ohne alles, was auch noch zum Buddhismus gehört. Warum mache ich nicht einfach nur MBSR? Ist auch in Ordnung, darf ja jeder. Also warum meditiere ich nicht einfach ein bisschen? Mindfulness-based Stress Reduction. Und meines Erachtens ist die Antwort auch nicht unmittelbar klar, aber, und jetzt, das Ganze über die Psychologie kennengelernt. Ja. Da haben wir die Querverweise gehört zum Buddhismus. Dachten wir, ja gut, wenn ich mir jetzt hier das nachgemacht angucke, schaue ich mir das Original an. Okay, das wäre zum Beispiel eine Begründung. Du willst im Original tätig sein und nicht im Nachgemachten. Ich liefere jetzt mal eine andere, denn ich frage mich, was zieht einen eigentlich am Buddhismus an? Also bei manchen Menschen habe ich beobachtet, die lesen vielleicht ein Buch wie Das Weiße Herz von Jack Kornfield oder Die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm und fühlen sich einfach davon tief angesprochen. Oder auch nicht so tief, aber eventuell tief. Vielleicht haben sie das Gefühl, dass hinter so einer einfachen Lehrgeschichte irgendwie mehr steckt, als nur das, was durch die Worte vermittelt wird. Oder es gibt den Fall, man kommt in Kontakt mit buddhistischen Mönchen oder Lehrern, manchmal auch in buddhistischen Ländern,
Und man ist von deren Ausstrahlung, dieser friedlichen, fröhlichen Ausstrahlung, die die häufig haben, fasziniert. Also meine These ist, es ist häufig ein Gefühl von Resonanz, das das Tor zum Buddhismus öffnet. Es muss nicht der einzige Zugang sein, aber ich denke, es ist ganz viel. Das geht über ein Gefühl. Das ist nicht eine rein rationale Entscheidung, wie überhaupt Entscheidungen meistens nicht rational sind, aber das ist ein anderer Punkt. Ja. Und Buddhismus ist eben nicht nur eine Ansammlung von logisch miteinander verknüpften Sätzen, ja, oder von wissenschaftlichen Ergebnissen. Er ist auch nicht nur eine Sammlung von Techniken zur Beeinflussung des Geistes. Buddhismus ist, mal als provisorische Definition, eine praxisorientierte Vorstellung davon, was im Leben wichtig ist, wie man mit den verschiedenen Lebenssituationen umgeht und wie man den Geist, den eigenen Geist mit dem Ziel beeinflussen kann. Der Buddhist würde sagen, zu erwachen, ich würde vielleicht auch sagen, glücklicher zu werden, ja, weniger zu leiden. Und Brett Warner, ein bekannter junger Zen-buddhistischer Lehrer, der sagt, Buddhismus ist a realistic approach to life with a meditative component. Das ist so ein bisschen so eine Zen-Sicht, also eine realistische Herangehensweise an das Leben mit einer Meditationskomponente. Buddhist zu sein, also wenn man muss nicht unbedingt es sein, aber auch wenn man sich damit beschäftigt, aber gehen wir mal von der stärkeren Variante aus. Buddhist zu sein, auch westlicher Buddhist, bedeutet zum Beispiel, dass man weniger Wert auf materielle Güter legt. Sollte es zumindest bedeuten, als in unserer Gesellschaft üblich. Und schon gar nicht meint, dass das eigene Wohlergehen davon entscheidend abhängig ist. Es bedeutet, dass man sich bemüht, großzügig und liebevoll mit anderen Menschen umzugehen, harsche Worte zu vermeiden und dass man sich bemüht, durch seine Kommunikation Harmonie zu erzeugen. Auch dann, wenn man nicht im buddhistischen Kontext ist. Ja? Auch dann. Es bedeutet, dass man Freude an der Stille hat, die man in Meditation und Retreats erreicht. Es bedeutet auch, dass man nicht anderen die Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen zuschiebt, sondern sich bewusst ist, dass man dafür selber verantwortlich ist. Es bedeutet, dass man bestimmte Einstellungen kultiviert, wie Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut, Wohlwollen. Und es bedeutet auch, dass man sich und andere mit den Kategorien der buddhistischen Lehre betrachtet, dem Nicht-Selbst oder der Idee der Substanzlosigkeit von Gedanken. Es bedeutet, den Tod nicht zu verdrängen, sondern ihn sich bereits jetzt bewusst zu machen. Buddhist sein heißt auch, seine Lebensgestaltung zu verändern, zum Beispiel regelmäßig zu meditieren, inspirierenden buddhistischen Lehrern zuzuhören, auf Retreat zu fahren und sich nicht völlig in Betriebsamkeit zu verlieren. Buddhist sein heißt, sich intellektuell mit buddhistisch-philosophischen Fragen auseinanderzusetzen, auch mit anderen Buddhisten, und so in eine neue Gedankenwelt einzutauchen. Und Buddhist sein heißt auch, Teil eines Sangha zu sein, indem man sich gegenseitig in seiner persönlichen Entwicklung unterstützt und Freundschaften schließt. Und wahrscheinlich hat man auch einen Meditationsplatz zu Hause und eine oder mehrere Buddha-Figuren. Buddhist zu sein verändert das ganze Leben. Es beeinflusst die Werte, die Einstellung zu sich selbst und anderen Menschen, die eigenen Handlungen, die Lebensentscheidungen, den Kreis der Menschen, mit denen man sich umgibt. Und das gilt auch dann, wenn man nicht alles übernimmt, was buddhistische Traditionen offerieren. Aus meiner Sicht stimmt es schon, Buddhismus ist eine realistische Herangehensweise ans Leben mit einer Meditationskomponente. Eine Art und Weise zu sein, das Leben zu sehen und zu gestalten. Wie stark wir uns darauf einlassen, hängt nicht von der Übereinstimmung mit einzelnen Aspekten der buddhistischen Lehre zusammen, sondern, das ist auch meine These, damit, wie stark unser Gefühl von Resonanz, von Gleichklang mit dem Buddhismus als Ganzen ist. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, lohnt sich die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und ich plädiere dafür, dass wir diese Auseinandersetzung auf westliche und aufgeklärte Art vollziehen. Danke euch.